Herzlich willkommen, dem Minister, auch für Wissenschaft und auch für Energie und Umwelt. Lieber Armin, du bist der zuständige Ressortminister für uns und deshalb, nicht nur deshalb, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich begrüße die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Magdeburg, Simone Borris, und weil ich dann gleich schon dabei bin bei den städtischen Vertretern, Lutz Trümper, ihr Vorgänger, und der Uni auch vielfältig verbunden, ist auch da. Auch hier ein herzliches Willkommen. Ich habe einige Abgeordnete des Landtages gesehen, die da sind. Und ich möchte direkt jetzt an dieser Stelle den Festredner begrüßen. Professor Holger Hanselka wird nachher zu uns sprechen. Und wir freuen uns ganz besonders, lieber Holger, dass du das einrichten konntest. Er steht auch kurz vor seiner Einführung in den nächsten Tagen in München bei einer großen Veranstaltung. Ganz toll, dass es geklappt hat. Dann sind hier ganz, ganz viele, die irgendwann mal von der Otto-von-Guericke-Universität ausgezeichnet wurden. Wir richten diese Veranstaltung aus mit der Otto-von-Guericke-Gesellschaft, der Vorsitzende, Professor Tullner, herzlich willkommen, und auch alle anderen, die die Gesellschaft heute hier vertreten. Michael Schenk als Vorsitzender der Otto-von-Guericke-Stiftung ist ebenfalls da. Und da sieht man schon diese enge Verbindung aller, die in Magdeburg rund um das Thema Otto-von-Guericke unterwegs sind. Die Preisträgerinnen und Preisträger, die sind uns natürlich heute besonders wichtig. Wir haben die Dekaninnen und Dekane eingeladen und diejenigen, die die Arbeiten betreut haben. Es sind Vertreterinnen und Vertreter des Senates da, aus allen Statusgruppen der Uni. Ich sehe das jetzt gar nicht, wir haben ein bisschen anders bestuhlt nach hinten raus. Und man sieht dort die Stehtische. Es gibt also nach dieser Veranstaltung, deshalb werde ich mich auch relativ kurz fassen, auch noch etwas anzustoßen. Freunde und Förderer, unsere Industriepartner, diejenigen, die als Stakeholder mit uns im Land, in der Region und darüber hinaus aktiv sind, es sind einige Vertreterinnen und Vertreter anderer befreundeter Hochschulen, die Kanzlerin aus dem Harz sehe ich, und all denen herzliches Dankeschön für das Kommen. Wir werden nachher Preisträgerinnen und Preisträger auszeichnen, und es ist auch ein Abend der Freude. Es gibt aber auch tragische Ereignisse, und an das möchte ich ganz kurz erinnern. Einmal im Jahr zeichnen wir einen herausragenden Studentin oder einen Studenten mit dem DAD-Preis der Otto-von-Guericke-Universität für hervorragende Leistungen ausländischer Studierenden aus. Habt ihr die Folie einmal? Und vor der Preisverleihung ist Mohsen Abdi Sarabi verstorben. Er litt an einer sehr schweren Krankheit, und das ist natürlich eine Tragödie. Wir werden ihn als Mitglied der Otto-von-Guericke-Familie im Gedenken behalten, und unser Beileid gilt seiner Familie, seiner Partnerin, die auch hier ist. Wir werden uns nachher noch austauschen und das in einer kleinen Feier noch vor Weihnachten auch nochmal in Erinnerung rufen. Ja, Guericke, unser Forschungsjournal, liegt wie immer auf den Sitzen. Und in diesem Jahr mit einem doppelten Einband. Man kann das Ding auseinandernehmen und dann kommt der Guericke für das Jahr 2023. Und die Hülle draußen hat einen anderen Hintergrund. Es ist nämlich der Rückblick auf 30 Jahre. Und natürlich sind es nicht die 30 Jahre, es sind noch etliche Jahre mehr. 1953 die Gründung auch der anderen und 54 anderen Bildungseinrichtungen, die dann zur Otto-von-Guericke-Universität geführt haben. Wir haben da in einigen Geschichten und Schlaglichtern daran erinnert, und ansonsten ist es ein Journal, was eben die Forschung der Uni in den vergangenen Monaten uns allen auch nochmal in Erinnerung bringt. Es war wieder ein erfolgreiches Jahr. Die Drittmittelsumme ist unverändert in der Größenordnung von, ohne die Medizin, 45 Millionen etwa, da kommen noch gut 20 Millionen obendrauf. Das ist für eine Uni unserer Größenordnung ordentlich, gut, aber auch ausbaufähig. Und wir haben in einem sehr strukturierten Prozess in den vergangenen Monaten uns an Höheres gewagt, zumindest an etwas, was wir richtig ernsthaft
in den vergangenen Jahren oder in der Geschichte dieser Otto-von-Guericke-Universität noch nicht richtig in Angriff genommen haben, zumindest nicht so strukturiert. Wir haben drei Anträge, zwei eigene, einen aus dem Bereich der Neurowissenschaften und einen anderen aus dem Bereich der Verfahrenstechnik, Chemie, Ingenieurwesen, der auch Brücken in die Humanwissenschaften schlägt, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingereicht und zusammen mit unseren eng verbundenen Partnern, der TU Ilmenau und der TU Chemnitz, mit denen wir vor vielen, vielen Jahren, Klaus Pollmann, ein Vorgänger, hat damals den Vertrag unterschrieben im Jahr 2008, der diese drei mitteldeutschen, etwas technisch orientierten oder technischen Universitäten zu enger Kooperation auffordern sollte. So lange hat es gedauert, lieber Klaus, bis wir dann tatsächlich jetzt diesen Antrag abgegeben haben. Ich danke an dieser Stelle schon allen, die mitgewirkt haben, die geschrieben haben, die das verteidigt haben und diejenigen, die Daumen gedrückt haben, denn es war ein sehr partizipativer Prozess. Wir haben das in den Gremien vorgestellt, wir haben darüber beraten und jetzt können wir nur die Daumen drücken. Am 1. Februar 2024 für die Deutsche Forschungsgemeinschaft zumindest mal benennen, wer von diesen Anträgen dann einen Vollantrag stellen darf. Da drücken wir uns die Daumen. 30 Jahre, wir haben viel Grund, stolz auf das zu sein, was wir erreicht haben. Die Uni steht sehr gut da und weil sie so gut dasteht, kann sie auch kleinere Dellen, die wir im Augenblick, was die Studierendenzahlen in den MINT-Bereichen angeht, erleben, ganz gut wegstecken. Wir hatten heute eine Kuratoriumssitzung und an dieser Stelle mein Gruß an die anwesenden Kuratorinnen und Kuratoren, Herr Husung als Vorsitzender und Frau Jürgens-Pieper, und es war wie immer sehr ertragreich und natürlich haben wir den Blick ein Stück weit nach vorne geworfen, die Fortschreibung der Hochschulentwicklungsplanung, und da ist natürlich das Thema Forschung ein ganz zentrales. Wir sind international wie nie. Wir haben mittlerweile die 4000 geknackt und es ist mit über 30% mittlerweile eine Zahl, die auch eine Herausforderung darstellt, und unsere klare Vorstellung für die nächsten Jahre wird sein, die Diversität ein bisschen zu erhöhen, also der Peak der indischen Studierenden dominiert da sehr deutlich, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass mehr unserer Absolventinnen und Absolventen, wenn sie schon den weiten Weg zu uns sich auf den Weg gemacht haben, auch hier bleiben. Das ist erklärtes Ziel. Fachkräftebedarf ist ohne Frage da. Und der letzte Punkt mit Bezug auf Forschung, der uns noch umtreibt. Wir freuen uns natürlich und haben uns gefreut über die Entscheidung, dass Magdeburg Teil eines CHIPS Act, also einer Entwicklung für die Halbleiterproduktion, auch Entwicklung in Europa wird. Und da ist Magdeburg eben mit der Produktion ein wichtiger Teil. Wir hoffen auch nicht, dass die aktuellen Entwicklungen in Berlin dazu führen, dass dieses Projekt grundsätzlich in Frage gestellt wird. Wir haben einen neuen Studiengang aus der Taufe gehoben, der ganz erfolgreich zum Oktober startete. Wir haben auch andere Studienprogramme schon ein bisschen angepasst und sehen das eben im Kontext auch der internationalen nochmal als eine große Herausforderung. Das sind die Dinge, die ich nennen wollte, inhaltlich, und ich glaube, das ist viel besser, als hier jetzt irgendwelche Zahlen runterzurattern, inhaltlich werden wir einiges rüberbringen, und das vor allem durch den Nachwuchs. Und das ist ein ganz zentraler Punkt in der heutigen Veranstaltung, neben der Verleihung nachher auch des Forschungspreises, denn da wird die Basis gelegt, und wenn wir das nicht mehr hinkriegen, junge Menschen zu begeistern, dass sie noch ein paar Jahre an der Uni bleiben und dann vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, auch ihre weitere Karriere im Wissenschaftsbereich, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem stellt sich in Teilen schon, denn wir sind, das ist ein Stück weit unserem Profil geschuldet, nicht ausreichend balanciert, was die Geschlechter angeht. Und wir haben eben schlechte Karten, wenn wir bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Graduiertenschule einrichten wollen und von 10 PIs haben wir nur 2 oder 3 Frauen. Vor ein paar Jahren hätte man vielleicht noch die Ermahnung gekriegt, das dürft ihr jetzt tun, aber werdet dabei besser. Einen solchen Antrag werden wir heute kaum noch platzieren können. Das kann man als unsinnig abtun, aber das ist die Entwicklung. Kaskadenmodelle, also auf der nächsten Qualifikationsstufe so viele Frauen vorweisen zu können, wie sie in der Ebene darunter, aus der sie sich gewinnen, darstellen. Die Zeiten sind vorbei. Da muss mehr passieren und das muss für diese Uni, für uns alle, über alle Statusgruppen eine Aufgabe sein,
Sonst haben wir da an der Stelle Limitierungen, die sich nicht aus dem wissenschaftlichen Know-how, nicht aus der Intelligenz und der apparativen Ausstattung ergeben, sondern aus solchen Fakten. Die müssen wir uns stellen und das wäre also auch noch etwas, was wir angehen wollen. Themen, die die letzten 30 Jahre uns wenig geprägt haben. Es ist natürlich wichtig, in die Vergangenheit zu schauen, aber wir können nicht beliebig aus dieser Vergangenheit der 30 Jahre oder auch der 70 allen Nektar für eine erfolgreiche Zukunft saugen. Da müssen wir schon ein bisschen mehr tun. Ich hoffe, der heutige Abend ist Inspiration für uns alle, an dieser Stelle auch weiterzuarbeiten. Wir haben morgen Senatssitzung und wenn Helmut Weiß und Susanne Schmidt als im Augenblick mit Angela Mattis als amtierende Kanzlerin den Abend ein Stück weit mitgestalten oder hier vorne auftreten und wir vermissen eine Prorektorin für Forschung, dann stimmt das. Aber wir sind hundertprozentig sicher, dass sich das morgen nach der Senatssitzung ändert und deshalb werden Helmut und ich hier nachher nochmal auftreten. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend in dieser wieder zauberhaft beleuchteten Johanneskirche und hinterher dann auch noch ein nettes Beisammensein. Haben Sie vielen Dank fürs Kommen. Magnifizenz Strackeljan, lieber Jens, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, aus Verwaltung und Ministerien, hochverehrte Abgeordnete des Landtags, womöglich auch des Bundestages, Frau Oberbürgermeisterin Boris, geschätzte Kommunalvertreterinnen und Vertreter, hohe Fest-Corona, man kann das wieder ganz ungezwungen sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt gerade hat der Rektor schon darauf angesprochen, dass hier vorne die Beleuchtung wirklich optimal ist. Sie sitzen derart im Dunkeln für mich, dass man das wohl als Blindflug bezeichnen darf. Hoffentlich werden Sie das nicht am Ende auch von diesem Grußwort sagen. Schauen wir mal. Was macht man eigentlich als Minister, der zuständig ist, zum 30. Geburtstag einer ruhmreichen Einrichtung? Was bringt man mit? Das ist natürlich immer etwas schwierig, weil so richtig Geschenke gibt es dafür nicht. Ich könnte darauf verweisen, dass ein Geschenk im Haushalt des Jahres 2024 liegt. Lieber Jens, liebe Kolleginnen und Kollegen der Otto-von-Guericke-Universität, denn wir werden die Grundfinanzierung nochmal erhöhen, wir werden die Forschungsförderung stabilisieren, es gibt mehr Geld für die Graduiertenförderung und vieles andere mehr. Vor allen Dingen gibt es aber tatsächlich seit 2021 die finanzielle Grundlage für das, was der Rektor gerade angesprochen hat, nämlich ein eigenes Budget zur Unterstützung der Bewerbungen in der Exzellenzstrategie des Bundes. Das war uns 2021 bei Bildung dieser Koalition wichtig. Es war uns wichtig, nach den nicht ganz so erfolgreichen Jahren seit Beginn der Exzellenzinitiative einen Markstein zu setzen und dafür zu sorgen, dass jedenfalls für eine bestimmte Zeit ein sicheres Budget zur Verfügung steht, um die von den Universitäten, und das gilt gleichermaßen für Halle wie für Magdeburg, ausgewählten Projekte durchzufinanzieren in die Antragsphase hinein und, so hoffen wir doch, darüber hinaus. Mir hat daran besonders gut gefallen, dass der Prozess der internen Auswahl, dieses kompetitive Moment der Universität, ganz wundervoll funktioniert hat, dass man sich konzentrieren konnte auf zwei, in diesem Fall drei Projekte und dass man mit denen nun hochmotiviert ins Rennen zieht. Und das, was ich bisher von diesen Gruppen höre, das ist wirklich hochmotiviert und wir alle hoffen, dass es im Frühjahr die Aufforderung zur Vollantragstellung gibt und damit im Grunde eine nachträgliche Legitimation dieser Gelder. Aber wie es ein umsichtiger Wissenschaftsminister tut, sage ich Ihnen jetzt schon, dass wir selbstverständlich, wenn wir nicht ganz erfolgreich sein sollten, immer noch darauf achten sollten, dass diese Finanzierung nicht einfach abreißt, sondern dass wir dann einfach weiter am Rennen teilnehmen und versuchen, das nachhaltig und weiter zu finanzieren. Das ist so ein Mitbringsel. Ich könnte die Gelegenheit nutzen, nachdem hier gerade die 30 Jahre angesprochen wurden, auch nochmal aus der Sicht des Ministeriums, und da gibt es ziemlich viele Mitarbeiter, die das aufschreiben können, was alles für Wunder gewirkt wurden seit der Gründung dieser Universität, das alles nochmal nachzuzeichnen. Aber ich bin euch sehr dankbar, dass ich vorher wusste, was in dieser wunderschönen Broschüre steht. Da ist das alles viel schöner ausgedrückt, als ich es könnte.
In wenigen Tagen jährt sich ein anderes Ereignis, an das sich der Rektor und ich wahrscheinlich besonders gut erinnern können, aber auch Altrektor Pollmann und viele andere von uns, die wir schon etwas länger in der Wissenschaftsszene des Landes Sachsen-Anhalt sind. Am 29.11. jährt sich zum 10. Mal der Tag, an dem eine damals verfehlte Landespolitik zur Kürzung der Budgets der Hochschulen ein Ende gefunden hat. Nach monatelangen Verhandlungen, nach eindrucksvollen Demonstrationen, sowohl hier auf dem Domplatz als auch auf dem Marktplatz in Halle und nach klaren Bekenntnissen, nicht nur aus den Wissenschaftseinrichtungen heraus, sondern auch aus der Zivilgesellschaft, wie wichtig Forschung, Lehre, Wissenschaft ist und wie unsinnig ein rigider, ja sagen wir mal deutlich, ein katastrophaler Sparkurs sich auswirken würde. Gottlob hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass all diese Prämissen, die damals zugrunde lagen, falsch waren. Beruhigend, aber kein gutes Zeugnis für uns in der Politik, weil wir vor genau diesem Hintergrund immer wieder auch die eigenen Entscheidungen, auch die perspektivischen, in Frage stellen dürfen. Und ich bin froh, dass seitdem, seit 2013, seit dem Bernburger Frieden, die Situation sich in Sachsen-Anhalt, was die Wissenschaft betrifft, deutlich verändert hat. Ja, der Rektor hat es gerade angesprochen, was passiert jetzt nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit Intel? Ich will das mal deutlich sagen, weil wir im Moment als Mitglieder der Landesregierung so ziemlich in jedem Gespräch darauf angesprochen werden und von den Journalistinnen und Journalisten auch gerne befragt. Wir gehen schlicht davon aus, dass ein alter römischer Rechtsgrundsatz gilt, pacta sunt servanda. Und diese Verabredung, die der Bund getroffen hat, mit dem Intel-Konzern, das ist eine Vereinbarung und mal unabhängig vom Rechtsgehalt, an dem zu zweifeln gar nicht erlaubt ist, wäre es für die Reputation der Bundesrepublik im internationalen Geschäft eine mittlere Katastrophe, würde man uns Unzuverlässigkeit an dieser Stelle vorhalten müssen. Nein, da bedarf es jetzt kreativer Köpfe in Berlin, da bedarf es einer vernünftigen Begründung und einer gesicherten Finanzierung. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Wort des Kanzlers gilt. Und dann möchte ich damit enden, was mich heute besonders bewegt hat. Ich komme nämlich sozusagen aus den Besonderheiten der Forschung an der Otto-von-Guericke-Universität gar nicht mehr heraus in den letzten 24 Stunden. Gestern Nachmittag saßen wir in der Universitätsklinik und haben, das konnten Sie heute in der Zeitung lesen, das konnten Sie in den Nachrichten hören, und haben einen wundervollen, ja geradezu spektakulären Erfolg in der Zelltherapie feiern können. Zwei Professoren der Universitätsmedizin haben das dort vorgestellt, Herr Kollege Hagikia und Herr Kollege Murga-Kakos. Und das hat uns alle sehr beeindruckt, weil es gezeigt hat, dass auch an einer kleineren Universitätsmedizin derart nachhaltige und eindrucksvolle Forschung gelingt und dann auch in die Anwendung kommt. Dazu kann man nur gratulieren, was selbstverständlich gestern sowohl der Ministerpräsident, von dem ich Sie alle grüßen darf, als auch der Wissenschaftsminister getan hat. Und ich hatte dann die Gelegenheit, gestern Abend gleich noch jemanden zu gratulieren, der heute nochmal ausgezeichnet wird. Das ist natürlich auch was Besonderes. Ein Absolvent der hiesigen Universität, der gestern Abend den Wernigeröder-Wissenschaftspreis in Empfang nehmen durfte und heute einen weiteren. Das Geheimnis wird zu späterer Stunde gelüftet, aber es zeigt zum einen die Vernetzung innerhalb der Hochschullandschaft des Landes und es zeigt zum anderen die Hochleistungsfähigkeit der Forschung an der Otto-von-Guericke-Universität. Und das werden wir ja gleich noch näher hören und sehen, insbesondere in der Auszeichnung der diversen Preisträgerinnen und Preisträger, denen ich gratuliere, und den Festredner, Herrn Professor Hans Elker, mit dem wir vorhin schon einen Moment reden konnten, den ich als neuen Präsidenten der Fraunhofer Gesellschaft begrüße und von dem ich Ihnen sagen darf, dass wir ein hohes Interesse daran haben, dass die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Fraunhofer und den Wissenschaftseinrichtungen hier bei uns im Lande eine Fortsetzung findet. Und deshalb ein letzter Gedanke zum Schluss. Es gibt ein geflügeltes Wort, das lautet: Wissenschaft, Forschung besteht zu 10% aus Talent und zu 90% aus Sitzfleisch. Als ich das Programm des heutigen Abends gesehen habe und mich daran erinnerte, wie diese Veranstaltungen in der Vergangenheit waren,
dann dachte ich mir, erstaunlich, erstaunlich, wie konsequent die Otto von Guericke Universität diesen Anspruch, 10% Talent und 90% Sitzfleisch, bis in die letzte Veranstaltung konsequent durchhält. Sie werden sich daran erinnern, wenn diese Veranstaltung hier heute beendet ist. Davon bin ich überzeugt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns einen schönen Abend. Sehr geehrter Herr Minister, es ist wie immer schwierig, nach einem angekündigten Blindflug, der natürlich keiner war, auf deiner Rede aufzusatteln. Aber ich gebe mir Mühe, es trotzdem hinzubekommen. Und das Sitzfleisch kann ich nur bestätigen, das muss man ja haben. Aber Magnifizenz hat es ja schon bewiesen, dass es auch kürzer geht. Ja, insofern begrüße ich nochmal Sie, sehr geehrter Herr Minister Willingmann, lieber Armin, sehr geehrter Herr Professor Dr. Strackeljahn, sehr geehrter Herr Professor Dr. Tullner, verehrter Herr Professor Dr. Hanselka, liebe Mitglieder und Vertretende der Otto von Guericke Universität, der Guericke Gesellschaft und Stiftung, liebe Gäste und natürlich an erster Stelle die heutigen zu ehrenden Preisträgerinnen und Preisträger. Und begrüße Sie herzlich zum diesjährigen akademischen Festakt der Otto von Guericke Universität. Heute beschließen Sie nicht nur das akademische Jahr, sondern Sie ehren auch die klügsten Köpfe. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden für ihre exzellenten Leistungen in Forschung und Lehre ausgezeichnet. Ich war schon einige Male dabei, doch der diesjährige Festakt ist etwas Besonderes. Es ist schon erwähnt worden, 30-jähriges Bestehen der Otto von Guericke Universität Magdeburg, einem zukunftsorientierten Innovationsstandort, der nicht nur mich, sondern ich glaube die ganze Stadt Magdeburg sehr stolz macht. Wissenschaft und Forschung haben in Magdeburg eine große Tradition. Otto von Guericke, einer meiner Vorgänger, männlicher Vorgänger. Der zweite wurde schon genannt. Den dritten habe ich vorhin getroffen, der ist schon entschwunden. Universalgenie und Namensgeber der Universität ist ein prominentes Beispiel dafür, wie von hier aus durch unbändigen Forschungsdrang die Welt verändert wurde. Eine starke Universität, die den Geist unserer Stadt prägt, die Wirtschaft vorantreibt und das internationale Renommee der Stadt befördert. Genau das hat die Otto von Guericke Universität Magdeburg in den letzten 30 Jahren geschafft. Wir alle wissen, Magdeburg ist ohne die OVG undenkbar geworden. 30 Jahre, Geburtstag, ohne Frage ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte unserer Stadt. Dazu gratuliere ich ganz herzlich. Ich habe auch gesehen, seit der Gründung in 30 Jahren 46.000 Studierende, die hier ihr Studium absolviert haben. Das ist eine ganze Menge. Und Sie haben danach das erlernte Wissen in die ganze Welt hinausgetragen. Beeindruckende Forschungsleistung ist gerade erwähnt worden, ich hätte es auch angesprochen, es hat mich mega beeindruckt, heute Morgen in der Volksstimme zu lesen. Hohes Qualitätsniveau in Forschung und Lehre machen die Otto von Guericke Universität zu einem der wichtigsten Wissenschaftsstandorte Sachsen-Anhalts. Kurz beschrieben, jung, dynamisch, international ausgerichtet und ideale Bedingungen für Studierende. Mit über 2.800 Beschäftigten ist die Universität einer der größten Arbeitgeber innen unserer Stadt. Fast so viele, wie wir als Stadt haben. Fast. Es ist auch schon erwähnt worden, mit Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Kooperationsmöglichkeiten und das fördert die Ansiedlung wissenschaftsorientierter Unternehmen. Intel ist angeführt worden. Ich würde es absolut unterstreichen. Wir waren letzte Woche in Dublin, haben mit Eamon Zimmen gesessen. Und ich kann nur bestätigen, wir sind optimistisch orientiert, dass das alles weiter voranschreitet und wir arbeiten alle gemeinsam mit dem Land daran. Ja, Beispiele für die Zusammenarbeit, die die Landeshauptstadt Magdeburg mit der Universität pflegt, ist die Lange Nacht der Wissenschaft. Da werden Magdeburger jedes Jahr generationsübergreifend in die Institute und Forschungseinrichtungen förmlich angesaugt. Und man kann sehen, wie städtisches Leben hier mit wissenschaftlichem Austausch gepaart ist. Also ich habe es dieses Jahr auch sehr genossen. Es waren sehr interessante Veranstaltungen. Und ich kann Ihnen versichern, trotz Haushaltsnot wird die Stadt das auch im nächsten Jahr wieder umsetzen in der gewohnten Qualität. Und auf eine andere schöne Veranstaltung möchte ich hinweisen. Frau Professor Dr. Schmidt hat teilgenommen. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Wir haben zwei Studierende ausgezeichnet.
junge Frauen, die sich nicht nur durch gute Studienergebnisse ausgezeichnet haben, sondern sehr beeindruckend auch im Ehrenamt engagiert sind. Und es war ich fand eine rührende Veranstaltung, hat mich sehr beeindruckt. Und ich freue mich auf das nächste Jahr, wenn wir dann wieder das Otto von Guericke Stipendium ausreichen können. Zentrum der Wissenschaft und Forschung, dynamische Entwicklung, pulsierend, modern, kulturell, vielfältig und zukunftsorientiert. Das ist kurz gesagt die Universität als Motor für die Zukunft unserer Stadt. Zukunft, eine Zukunft, in die, geht man von einer aktuellen Umfrage aus, 2/3 der Menschen mit großer Angst blicken. Wir leben derzeit in einer spürbar intensiven Umbruchphase unserer Gesellschaft und niemand kann sich diesem Transformationsprozess entziehen. Krieg und Inflation, Veränderungen in der globalen Ökonomie, der Arbeitswelt und des Klimas. Inmitten dieser Krise stellen wir uns aktuell die Frage, wie wollen wir leben? Und daher gibt es Anforderungen und Lösungen, wo die Universität eine ganz entscheidende Partnerin ist. Bildung und Forschung, Innovation sind zentrale Bedeutungspunkte für den humanen Fortschritt, denn wie der Nobelpreisträger Albert Einstein sagte, die Welt, wie wir sie geschaffen haben, ist ein Prozess unseres Denkens. Sie kann nicht geändert werden, ohne unser Denken zu verändern. Und so verspricht das Motto zum Jubiläum der Universität, zusammen die Welt neu denken, Wegweiser in die Zukunft zu sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ehrlich, also wir als Verwaltung schieben Papier hin und her. Das ist nicht doll, ist aber notwendig. Und insofern habe ich einen enormen Respekt vor den Forschenden und ihren Leistungen, die sie für unsere Gesellschaft erbringen. Was da in Ergebnissen herauskommt, ist immens. Mit diesen herausragenden Forschungsleistungen und Lehrtätigkeiten verdienen sie alle Ehre. Und die Liste der heute zu Ehrenden, das ist schon gesagt worden, ist lang und sehr beeindruckend. Ihre exzellente Arbeit macht die Landeshauptstadt Magdeburg stolz auf ihre Leistungen. Sie stellen sich den Fragen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft und sie suchen nach neuen Theorien, nach Erklärungen und Lösungen. Ihre Forschung und Innovation sind der Motor, der den Fortschritt antreibt. Daher brauchen wir sie und wir brauchen unsere Universität als Ideenspender, als Innovationsherd und als kritische Begleiter des 21. Jahrhunderts. Die Magdeburger Stadtgesellschaft braucht eine derart starke und mutige Universität. In diesem Sinne, forschen Sie weiter so leidenschaftlich, bleiben Sie begeistert, neugierig und mutig. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen und zeitorientierten Abend. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Jens, sehr geehrter Herr Minister, werter Herr Willingmann, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, Frau Boris, sehr geehrte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Alumni und Gäste des heutigen Abends. Ich muss sagen, es ist mir eine große Freude, aber vor allem eine große Ehre, heute hier bei Ihnen zu stehen und bei einer akademischen Festveranstaltung nicht nur eine Rede, sondern die Festrede halten zu dürfen zum 421. Geburtstag von Otto von Guericke, was ich jetzt nicht so spektakulär finde, das ist keine runde Zahl, aber immerhin zum 30. Geburtstag der Otto von Guericke Universität. Und ehe ich es am Ende vergesse, möchte ich es am Anfang sagen, einen ganz herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Ich bin schon ganz neugierig auf die Leistungen, die uns nachher präsentiert werden. Jens, du hast gerade gesagt, soll ich was sagen? Also sollst du was sagen? Es steht nicht in meinem Manuskript, aber ich bin ja in neuem Amt. Das ist eben angekündigt worden. Ich habe heute meinen 100. Arbeitstag im neuen Amt hinter mir. Das heißt, ab morgen muss ich liefern. Heute kann ich noch ganz entspannt sein. Und als ich das Amt neu angetreten habe, kamen natürlich aus allen Regionen, an denen Fraunhofer angesiedelt ist, nette Briefe mit Einladungen, wo der Präsident präsent sein soll und etwas tun soll. Und mein Büro hat damals noch ohne meine Anweisung ziemlich kräftig aussortiert. In dem Schreiben von Herrn Strackeljahn stand: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Holger, deshalb hat sich mein Büro nicht getraut, das einfach zur Seite zu räumen. Und als ich die Einladung gelesen habe, habe ich gesagt, da würde ich gerne hin.
Erstens würde ich gerne wieder nach Magdeburg kommen, zweitens würde ich gerne Herrn Strackeljahn sehen und drittens hätte ich die Chance, mal wieder meine Tochter zu sehen, die in Magdeburg lebt und man sieht sich nicht so oft, und habe Herrn Strackeljahn zurückgeschrieben, ich komme, wenn ich 2 Plätze kriege. Vielen Dank für die 2 Plätze. Als ehemaliger Professor dieser Universität erinnere ich mich an eine schöne Zeit, an eine besondere Zeit. 1997 erhielt ich damals von Herrn Pollmann meine erste Professur, eine Professur für Adaptronik hier in Magdeburg, und hatte die Möglichkeit, im Innovationskolleg Adames gemeinsam unter anderem mit Uli Gabbert, der das damals verantwortet hat, mit Herrn Kasper aus der Mechatronik interdisziplinäre Forschung zu betreiben. Und das betone ich deshalb, weil das Thema des heutigen Abends, welches ich aus dem Journal abgeleitet habe, lautet grenzenlos forschen. Und wenn ich Sie jetzt frage, an was denken Sie, wenn wir über grenzenlos forschen sprechen, sicherlich ein vielfältiges Thema. Ich möchte eingehen auf die Barrieren, auf die Grenzen, die einerseits zwischen den Disziplinen bestehen, also wie zum Beispiel, wenn Mechanik und Elektrik zusammenkommen, aber natürlich auch wissenschaftspolitisch die Grenzen zwischen Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen, hier in Magdeburg vertreten durch Max Planck und Fraunhofer und weitere. Die Grenzen, die uns immer wieder beschäftigen, zwischen Grundlagenforschung und Anwendungsforschung. Eine ganz spannende Frage, die Grenzen zwischen Forschung und Transfer und natürlich, was im Moment uns auch geopolitisch in besonderer Weise wieder beschäftigt, belastet und betrifft, sind die Grenzen zwischen Staaten. Und die große Frage ist, was kann getan werden, um diese Grenzen entsprechend zu überwinden? Das möchte ich zum Thema meiner Rede machen. Ich habe schon einen Teil meiner Rede sozusagen vorgebracht. Es ging um das Sitzfleisch. Man hat mir 23 Minuten gegeben, die werde ich auch einhalten. Also die 23 Minuten Sitzfleisch gehen dann auf meine Kappe. Ich bitte um Nachsicht. Unbedingt nötig ist es, sich mit diesen Grenzen auseinanderzusetzen. Wir leben heute in einer Zeit beispiellosen Wandels. Es sind große Transformationen erforderlich. Es sind gesellschaftliche Transformationen. Es sind technologische Transformationen, wirtschaftliche Transformationen. Denken wir an die geopolitische Lage, denken wir an den intensiven Wettbewerb um Ressourcen. Es ist nicht nur das Thema Wasser, es ist das Thema Gas, also Energie. Es sind die seltenen Erden, die in jedem unserer Handys verbaut sind. Und es sind Technologiemonopole, die auf der Welt entstehen und wo wir unsere Rolle finden müssen. Und gleichzeitig sind wir als Gesellschaft anfälliger denn je auf Attacken, die wir gar nicht merken, Cyberangriffe, die in uns sozusagen in unsere Gesellschaft hineinwirken, uns manipulieren, Informationen zu Fehlinformationen umwandeln. Und das ist natürlich für eine Demokratie eine große Herausforderung. Und nicht zuletzt das große Thema Veränderung unseres Klimas, die Klimakrise, die eine existenzielle Herausforderung für die gesamte Menschheit ist. Das klingt jetzt nach Pessimismus, das klingt nach düsteren Gedanken. Deshalb bin ich nicht hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen, weil ich als Optimist der festen Überzeugung bin, dass wir, unsere Community, die Wissenschaft, es packen kann. Wenn wir es schaffen, richtig zusammenzuarbeiten, unsere Grenzen, innere Grenzen und äußere Grenzen zu überwinden, dann sollten wir in der Lage sein, ganzheitliche, lösungsorientierte Ansätze aus der Forschung abzuleiten. Und da sind sicherlich hier am heutigen Abend in Magdeburg die richtigen Akteure versammelt. Was brauchen wir, um Innovation entsprechend in ein solches System einzubringen und unseren Wirtschaftsstandort, unseren Standort Deutschland und Europa wettbewerbsfähig zu halten, ich sage bewusst zu halten, und den Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft und auch eine digitale Wirtschaft zu meistern. Was wir dafür brauchen, ist Technologie und Wissen. Beides haben wir. Wir haben das Wissen an den Universitäten, in den Forschungsinstitutionen, aber auch in der Wirtschaft, insbesondere auch im Mittelstand. Wir haben Vorlaufzeiten in unserem Wissenschaftssystem. Herr Minister, Sie sprachen es an, es geht mal wieder um die Exzellenzinitiative. Wenn man solche Projekte, solche Cluster bekäme, dann hat man für 7 Jahre lang Perspektive zu forschen. Wo auf der Welt gibt es solche Programme, wo Wissenschaft über einen so langen Zeitraum
an einem Thema arbeiten darf. Und wir haben insbesondere über die technisch ausgerichteten Universitäten, zu denen auch die Universität in Magdeburg gilt, eine sehr enge Brücke zur Wirtschaft, insbesondere zum Mittelstand. Und gerade der familiengeführte Mittelstand denkt glücklicherweise nicht in Quartalen, sondern er denkt langfristig, bisher immer noch in Generationen, möge es so bleiben, sodass wir uns dort entsprechend einbringen können. Es geht also darum, die Akteure zusammenzubringen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik und aus der Gesellschaft in Netzwerken entsprechend zu organisieren. Der Staat hilft, wo er kann. Unser Bundesforschungsministerium hat sich im Moment in der jetzigen Legislaturperiode unter anderem die Sprint-Agentur und DATI als Instrumente geschaffen, um uns zu unterstützen. Wir begrüßen diese Art von Formaten und Unterstützung, sind uns aber sehr bewusst, dass das alleine nicht hinreichend ist, sondern wir auf andere bestehende Netzwerke aufbauen müssen. Und insbesondere, und das ist mir ein wichtiger Teil der Botschaft, wenn Menschen sich in Netzwerken zusammenbinden, ist es extrem wichtig, dass nicht alle das Gleiche machen, sondern es ist wichtig, dass sich komplementäre Fähigkeiten entsprechend finden und treffen. Und deshalb müssen wir es hinbekommen, auf Länderebene und auch auf Bundesebene, dass wir wieder deutlich stärkere Profile der einzelnen Einrichtungen ausbilden, also Profile um die Rolle der Universitäten und die Rolle der angewandten der Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf der Länderebene, die klare Präzisierung, wofür steht Max Planck, Grundlagenforschung, Nobelpreisträger, Nummer 3 auf der Welt, was die Anzahl der Nobelpreis angeht. Wofür steht die Helmholtz-Gemeinschaft? Große Forschungsinfrastrukturen und gesellschaftliche große Herausforderungen und Fraunhofer eben für den Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse direkt in die Wirtschaft. Wir müssen, um diese Ansätze sozusagen zu fahren, die einzelnen Akteure wieder auf ihre, sozusagen auf ihre USPs, sagt man neudeutsch, auf ihre Alleinstellungsmerkmale zurückführen, in den verschiedenen Disziplinen die entsprechenden Stärken bündeln und Netzwerke aufzubauen, um dann wirklich wirkungsvolle Lösungen herbeizuführen. Magdeburg hat tolle Beispiele. Ich nehme stellvertretend Informatik und Medizin, um das als eines der Beispiele zu zeigen, wo wirklich zwei völlig unterschiedliche Communities zusammenkommen. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Medizintechnik in den letzten Jahren durch Ingenieursleistungen weiterentwickelt haben in der Diagnostik, auch in der Behandlung, in der Bildverarbeitung, dann sind das Möglichkeiten, die sind bombastisch. Wenn wir zwei Schritte weiterdenken und diese ganzen Datenräume, die da sind, so sie denn mal zugänglich wären, mit der künstlichen Intelligenz in Verbindung zu bringen, dann ist das ein ganz anderes sozusagen Qualitätsmerkmal, ob auf ein Röntgenbild ein Arzt draufschauen darf, der solche Bilder vielleicht 10-mal im Jahr sieht, oder eine künstliche Intelligenz, die alle Bilder dieser Welt vernetzen kann und daraus auch etwas ableiten kann. Dieses über den Tellerrand hinausschauen, dieses disziplinenübergreifende Arbeiten müssen Sie an den Universitäten fördern, dafür den Rahmen geben, und das kann man eben auch hier wunderbar an der Otto-von-Guericke-Universität leisten. Mein Anliegen aus meiner neuen Rolle in der Fraunhofer-Welt ist es, diese Grenze nicht nur innerhalb der Universität zu überwinden, sondern insbesondere zwischen den Universitäten und den außeruniversitären Einrichtungen. Wir haben da eine lang geübte Praxis über gemeinsame Berufungen, über die Möglichkeit, Institutsleitungen an die Institute anzubinden und ihnen dort Forschungsmöglichkeiten, Promotionsmöglichkeiten und auch Rekrutierung von Nachwuchsmöglichkeiten anzubieten. Andersherum haben Universitäten mit durchaus manchmal beschränkten Länderhaushalten, ich vermute auch Sachsen-Anhalt hat seine Grenzen, wenn ich richtig die Zeitung lese, die Möglichkeit, Forschungsinfrastrukturen dann auch zu teilen, dass mehrere Gruppierungen auf so etwas arbeiten können. Die schwierigste Herausforderung, die ich wahrnehme, ist, auf der anderen Seite ist auch ein Stück Sicherheit, was wir haben, unser Föderalismus. Ich weiß nicht, Herr Minister, wie Sie ihn wahrnehmen. Er hat Fluch und Segen sozusagen in einem.
Auf der einen Seite bietet er uns Stabilität, weil nie 16 Leute in die gleiche Richtung laufen und wir damit eine gewisse Resilienz, wie man neudeutsch sagt, im System haben. Auf der anderen Seite sind die Grenzen zwischen dem, was der Bund fördert und was beim Land ankommt. Wir sprachen vorhin über 50-50-Finanzierung, wenn es um die Förderung der Hochschule für angewandte Wissenschaften geht. Das ist einfach für die Länder schwer zu stemmen und da muss sich dann sozusagen der Bund-Länder-Vertrag vielleicht neu formulieren lassen. Für uns ist sozusagen aus der Fraunhofer-Welt auch dieses ein ganz wichtiges und reales, sagen wir mal, ich nenne es nicht Problem, sondern Herausforderung, dass wir unsere Förderungen, auch unsere Anschubförderungen sehr häufig aus den Ländern bekommen. Wir haben das ja auch hier in Sachsen-Anhalt machen dürfen, sind auch sehr dankbar, kann an dieser Stelle auch, weil wir vorhin darüber sprachen, ein Commitment von meiner Seite nochmal abgeben. Wir haben Sachsen-Anhalt auf dem Schirm, wir haben unsere beiden Einrichtungen auf dem Schirm und möchten diese beiden Einrichtungen auch weiterentwickeln, weiter betreiben. Wir sehen andere tolle Entwicklungen hier im Lande, wenn ich an ihr CTC denke. Das ist eine riesige Chance, die sie gemeinsam mit Sachsen entwickeln können. Und wenn ich ein Bild der Zukunft, also 2038, das ist ja bald, malen darf, dann würde ich gerne bis dahin, dass wir alle diese Grenzen überwunden haben und gemeinschaftlich an den großen Herausforderungen der Zukunft arbeiten und uns nicht zu viel Zeit verbringen, um untereinander zu erklären, was wessen Aufgabe ist. Ich glaube, da sind wir uns einig und das werden wir auch entsprechend hinbekommen. Ein aus meiner Sicht immer wieder schwieriges Thema beim Grenzenüberwinden ist diese weiche Grenze zwischen was ist Grundlagenforschung und was ist anwendungsorientierte Forschung. Und wer darf für sich in Anspruch nehmen, Grundlagenforscher, Forscherin zu sein und wer darf für sich in Anspruch nehmen, Anwendungsforschender zu sein? Möglicherweise müssen wir hier in unserem Vokabular uns weiterentwickeln und vielleicht mehr über methodenorientierte und erkenntnisorientierte Forschung zu sprechen. Und insbesondere muss es uns gelingen, diese Kette zu schmieden von was ist die ursprüngliche Idee, was ist ein wissenschaftliches Ergebnis und wie schaffe ich es am Ende, ein wissenschaftliches Ergebnis in Mark und Hellig, also in Markt umzuwandeln und damit auch in Ertrag. Forschung und Transfer, das ist dabei das Stichwort für mich, sind ein ganz wesentliches Thema. Wir werden im Moment forschungspolitisch alle getrieben, dass wir mehr Transfer machen sollen, auf Bundesebene und auf Landesebene. Und alle verwenden das Wort Transfer, aber differenzieren nicht, was sie eigentlich mit Transfer meinen. Ist damit der Wissenstransfer gemeint oder ist der Technologietransfer gemeint? Wenn ich mir ein Max-Planck-Institut vorstelle, wo junge Menschen ausgebildet werden, die dann später eine Karriere an der Universität machen können, dann ist es ein super Wissenstransfer über Köpfe. Wenn ich an Fraunhofer denke, wo junge Menschen ausgebildet werden, Projektarbeit mit der Wirtschaft zu machen und die später Verantwortung in Unternehmen übernehmen, dann ist es auch ein super Transfer über Köpfe und trotzdem sind es zwei ganz verschiedene Pfade. Wenn ich mir überlege, dass Transfer natürlich auch gerade an Universitäten so etwas wie Gründungen und Ausgründungen ist, um neue Unternehmungen zu schaffen, dann ist es aber auch nur ein Element. Mindestens genauso wichtig ist es, die bestehende Wirtschaft, insbesondere auch die bestehende mittelständische Wirtschaft, mit Forschungs- und Entwicklungsleistungen zu unterstützen. Und so nehmen wir bei uns für Fraunhofer in diesem riesigen Feld des Transfers im Wesentlichen in Anspruch zu sagen, wir sind die Einrichtung, die den Mittelstand und die deutsche Wirtschaft durch direkte Auftragsforschung unterstützt. Wir sind diejenigen, die über Patente und Lizenzen ein großes Portfolio erarbeitet haben und zu großen Einnahmen über die Jahre führen. Und jeder von uns, der hier im Raum sitzt und ein Handy dabei hat, hat mindestens 7 Fraunhofer Patente da drin. Es steht dummerweise nur nicht drauf. Und die dritte Dimension ist natürlich das Thema Spin-offs und Ausgründungen. Mein letzter Gedanke ist das Thema Überwindung von nationalen Grenzen. Jetzt nochmal in ganz besonderer Weise, wir alle wissen, wie wichtig der Wissenschaftsstandort Israel für uns immer war und hoffentlich auch immer bleiben wird. Sie haben es gerade hier, ich habe das damals in meiner Anfangszeit in Magdeburg erleben dürfen, wie Sie von Magdeburg aus auch wunderbare Brücken bauen konnten zu Zeiten des Eisernen Vorhanges in die Ostländer hinein, können wir im Moment auch wieder gut gebrauchen, dass Brücken sowohl nach Russland als auch in die Ukraine entsprechend wissenschaftlich wieder gebaut werden können. Ohne das werden wir es nicht schaffen, die Menschen zusammenzuführen. Das heißt, wenn ich sozusagen zum Ende komme, und das ist mein vorletztes Argument, möchte ich nochmal technologisch werden, beschäftigt mich selber und ich vermute Sie alle auch, das Thema KI und insbesondere das Thema generative KI
in ganz besonderer Weise. Es wird uns in all unserem Tun und Handeln beschäftigen. Ich hatte gerade letzte Woche eine Sitzung, wo unter anderem die DFG mit am Tisch saß und wir uns darüber Gedanken gemacht haben, darf man eigentlich Forschungsanträge mit künstlicher KI schreiben? Vermutlich ja. Darf man auch Gutachten mit künstlicher KI schreiben? Eindeutig nein. Warum eigentlich? Also die Frage muss dann zu Ende gedacht werden, aber das zeigt uns, das können wir runterbrechen, darf eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit mit oder ohne geschrieben werden, darf sie entsprechend auch korrigiert werden, mit oder ohne. Ich denke, dass die künstliche KI, also die künstliche Intelligenz, die generative KI in unser Leben tief sich eingraben wird, dass sie unser aller Verhalten grundsätzlich verändern wird und wir auch im Bereich Wissenschaft und Forschung unseren gesamten Forschungsprozess ganz grundsätzlich neu zu denken haben. Auch hier, wir haben es gelesen, ich glaube letzte Woche war im Handelsblatt zu lesen, Aleph Alpha hat mit Bosch und mit der Schwarzgruppe 500 Millionen Euro eingesammelt. Das ist für Deutschland eine riesige Summe Venturekapital, riesig viel. Gegen das, was die Amerikaner machen, ist es, früher hätte man gesagt, Peanuts, also eine ganz kleine Summe. Da müssen wir uns natürlich aufstellen. Mich beschäftigt an der Stelle, deshalb habe ich es hier nochmal aufgerufen, dass wir in Deutschland meines Erachtens in den Algorithmen richtig gut sind. Wir sind auch im Bereich Daten, auch kuratierte Daten gut. Was uns fehlt, ist die Rechenpower, insbesondere die Grafikchips, also GPUs. Wir haben sie zum Beispiel im Forschungszentrum Jülich in besonderer Weise stehen, dürften sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch verwenden, als Industrie nicht, weil es das EU-Beihilferecht gibt, weil es die Gemeinnützigkeit gibt und ähnliches mehr. Wir fesseln uns an dieser Stelle selbst. Es gibt also, meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Grenzen zu überwinden. Einige davon können wir aus der Wissenschaft selbst überwinden und das werden wir auch tun. Für einige brauchen wir politischen Beistand und deshalb ist es gut, dass zu solchen Abenden nicht nur die Wissenschaft unter sich das Sitzfleisch beweist, sondern auch die Politik entsprechend mitwirkt. In diesem Sinne möchte ich den Abend schließen mit einem Zitat von Benjamin Franklin, der gesagt haben soll, was hilft es, sich bessere Zeiten zu wünschen oder darauf zu hoffen? Ändert euch selbst, dann ändern sich auch die Zeiten. In diesem Sinne wünsche ich uns einen schönen festlichen Abend. Die Uni hat einen neuen Wein. Wir hatten vor einigen Jahren mal zwei Paletten aus dem Landesweingut gekauft, erst probiert. Jetzt sind wir umgeschwenkt. Wir sind in Sachsen-Anhalt geblieben, selbstverständlich. Aber es ist ein kleines Weingut in Rosbach. Holger, zwei Flaschen als Dankeschön und ein Blümchen. Das gebe ich aber gleich weiter, denn du hast es ja verraten. Ohne die Verbindung nach Magdeburg wäre das vielleicht nicht möglich gewesen. Und meine lockere Anrede in der Mail, die hat eine ganz, ganz lange Geschichte, die wir beide zusammen haben. Wir haben zusammen studiert und so manche Dinge auch zusammen gelernt. Jetzt stehen wir hier. Dankeschön. Vielen Dank. Hohe Festversammlung, die Otto von Guericke Gesellschaft ehrt Herrn Volker Zehle. Vielen Anwesenden und Magdeburgern ist er als verdienstvoller amtierender Kanzler unserer Universität und durch andere Felder seiner vielfachen Tätigkeit bekannt. Volker Zehle hat mit seinem Wirken in und für die Otto von Guericke Gesellschaft der weiteren Erforschung und Pflege des Erbes Otto von Guericke's und der Nutzbarmachung dieser Tradition für unsere Gegenwart wesentliche Impulse verliehen und so zum Wohle der Gesellschaft gewirkt. Er war mehrjähriges Vorstandsmitglied der Gesellschaft und auch der gleichnamigen Stiftung. Besondere Verdienste kommen ihm zu bei der Entwicklung und Stabilisierung des Zusammenwirkens von Otto von Guericke Universität, gleichnamiger Gesellschaft und gleichnamiger Stiftung. Konstruktiv und mit der ihm eigenen Umsicht hat er dieses Zusammenwirken maßgeblich organisiert und neue Konturen und Strukturen geschaffen. Dazu ist auf seine Initiative ein dazugehöriges Vertragswerk entstanden,
welches die Tätigkeit der Gesellschaft über lange Zeit bestimmt hat. Zu seinen Verdiensten gehört die Anregung und nachhaltige Förderung studentischer wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit Leben und Werk Otto von Guericke's im Rahmen der Tätigkeit der Gesellschaft. Dadurch sind unter anderem weiterführende Beiträge zum Briefwechsel Otto von Guericke's mit seinen Zeitgenossen entstanden. Es sind Beleg- und Abschlussarbeiten entstanden, die sich in entsprechenden Publikationen niedergeschlagen haben. Studenten verschiedener Fachrichtungen der Universität sind in die aktive Auseinandersetzung mit dem naturwissenschaftlichen Werk Guericke's und seiner historischen Experimente einbezogen worden. Studentische Präsentationen solcher historischen Versuche haben eine große Öffentlichkeitswirksamkeit, unter anderem bei verschiedenen Sachsen-Anhalt-Tagen erreicht. Als Vorstandsmitglied der Otto von Guericke Stiftung hat er für ein gutes und produktives Zusammenwirken mit der Gesellschaft gesorgt. So sind nicht nur der Universitätscampus und dessen Qualität in seiner Amtszeit als amtierender Kanzler gewachsen, sondern auch die Möglichkeiten und der Aktionsradius der Otto von Guericke Gesellschaft. Von ihm angeregt und gefördert ist in der Zeit seines Wirkens das Guericke-Zentrum zu einem lebendigen Ort des Universitätslebens, der vielfältigen wissenschaftlichen und anderen Begegnungen unter dem Banner Otto von Guericke's geworden. Wir ehren heute am 421. Geburtstag Otto von Guericke's Herrn Volker Zehle mit der Otto von Guericke Verdienstmedaille. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Lieber Volker, ich schließe mich von hier, das machen wir nachher auch noch persönlich, und zwar im Namen der gesamten Universität ganz herzlich diesen Glückwünschen an, auch wenn wir das natürlich in ganz anderen Bezügen gesehen haben und dich auch erlebt in der Zeit, als es ganz spontan galt, die Verwaltung der Otto von Guericke Universität zu übernehmen, das nicht nur zu verwalten, sondern gleichzeitig eben auch, Professor Tullner hat es angesprochen, neue Ideen zu entwickeln, wie eben die vertraglichen Vereinbarungen mit Gesellschaft und Stiftung. Und ich bin ganz sicher, dass wir jetzt alle gemeinsam da auch in eine sehr gute Zukunft aufbrechen. Der nächste Teil des Programmes ist ein ganz zentraler. Hier stände und steht demnächst, müssen wir mal gucken, in einem Jahr, was dann ist, dann sind die Karten schon wieder neu gemischt, die Prorektorin oder Prorektor für Forschung, es geht um den Forschungspreis, den die Otto von Guericke Universität einmal im Jahr durch den Senat ausruft und festlegt. Das Vorschlagsrecht liegt bei den Fakultäten und dann tagen wir und den Vorschlag in diesem Jahr, den haben wir gemacht. Und bevor wir das benennen, wollen wir einen kleinen Einspieler. Das hat sich gut bewährt und der Preisträger kommt, bevor ich ihn gleich benenne, selbst zu Wort. Nimm deinen Verstand in die Hand und folge nicht den eingetretenen Pfaden. Das ist mein Motto, wenn es um eine Forschung geht. Mein Name ist Kai Sundmacher. Ich forsche an Prozessen, mit denen sich Chemikalien nicht nur effizient, sondern vor allem auch umweltfreundlich herstellen lassen. Ich würde mich als Generalisten bezeichnen, denn als Forscher betrachte ich alle Ebenen der chemischen Produktion, vom Molekül über einzelne Apparate bis hin zur kompletten Chemiefabrik. Mein Ansatz ist, radikale Umbrüche in der Prozesstechnik einleiten, um ökonomische und ökologische Zielgrößen der chemischen Industrie besser in Einklang zu bringen. Dafür nutzen mein Team und ich theoretische Konzepte und Computersimulationen,
bei denen wir möglichst viele Einflussfaktoren einbeziehen und so versuchen, jeweils die ideale Prozesskonfiguration zu finden. Um unsere Vorhersagen dann in der Praxis zu testen, bauen wir Chemieanlagen in Miniaturgröße. Mit diesen sogenannten Mini-Plans können wir dann experimentell überprüfen, was wir zuvor am Computer simuliert und optimiert haben. Und außerdem können wir der Chemieindustrie auf diesem Weg praxisnah demonstrieren, dass es sich lohnt, alternative Produktionsmethoden in Betracht zu ziehen. Dies ist vor allem wichtig für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Die Prozesse dafür sind zum größten Teil noch gar nicht entwickelt. Genau das wird eine zentrale Aufgabe der Verfahrenstechnik in der Zukunft sein. Für den Entwurf und Betrieb chemischer Recyclingprozesse wollen wir leistungsfähige Algorithmen der mathematischen Optimierung und auch Methoden des maschinellen Lernens einsetzen. Wie man es erreichen kann, dass unsere Gesellschaft eine umfassende Kreislaufwirtschaft akzeptiert und sie auch aktiv unterstützt, das müssen technische und nicht-technische Fachgebiete gemeinsam untersuchen. Deshalb arbeiten wir im Rahmen des neuen Forschungsclusters Smart Process Systems auch mit den Politikwissenschaften und der Umweltpsychologie zusammen. Derartige transdisziplinäre Brückenschläge begeistern mich sehr, denn sie eröffnen ja völlig neue Perspektiven für mein Fachgebiet, die Systemverfahrenstechnik. Der Forschungspreis der Otto-von-Guericke-Universität ist für mich eine besondere Auszeichnung, die mich stolz macht und mich für die Zukunft zusätzlich motiviert. Denn ich habe noch viel vor. Magdeburg als Wissenschaftsstandort für die systemorientierte Verfahrenstechnik weiter zu stärken und insbesondere das Thema nachhaltige Kreislaufwirtschaft massiv voranzubringen. Jetzt haben wir schon einiges erfahren. Ich möchte dennoch ein paar Dinge noch hinzufügen. Vor 49 Jahren, hat Professor Sundmacher schon mal eine recht hohe Auszeichnung erfahren. In diesem Jahr hat er Abitur gemacht, das haben viele von uns auch, aber er hat bei Jugend forscht den ersten Preis auf Bundesebene im Fachgebiet Chemie erreicht. Da waren die Weichen, lieber Sundmacher, schon gestellt. Zwischen dem Preis auf der Bundesebene von Jugend forscht und heute liegen fantastische Leistungen und man kann das in der Wissenschaft auch quantifizieren. Das hat manchmal Grenzen und dann stört uns das auch. Aber 18.000 Zitate, das heißt Personen, die seine Veröffentlichungen nicht nur gelesen haben, das werden viel, viel mehr sein, sondern die am Ende gesagt haben, das ist für meine eigene Wissenschaft, was den Stand anging, erstmal so wichtig gewesen, dass ich darauf aufsetzte. Dann ein H-Faktor, ich will den hier mal nennen, sonst machen wir das intern nicht mehr ganz groß, für einen Ingenieur 65, das ist fantastisch. Dazwischen liegen mehr als 50 Doktoranden. Und das ist ja was ganz Entscheidendes und all diejenigen unter uns, die ja selbst als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer tätig sind, das ist schon eine herausragende Zahl, die ja selbst wiederum wissenschaftlich produktiv sind, mittlerweile auf Lehrstühlen sitzen. Wir haben uns darüber neulich mal ausgetauscht. Verbunden mit Preisen seiner Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch für ihn selbst. Er ist seit dem Jahr 2020 ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und er hat auch extrem viel mit dem Ausland kooperiert und auch da die Aufnahme in Verbände, Institutionen, speziell auch nach China. Professor Hanselke hat eben über das Überwinden von Grenzen gesprochen und hat China jetzt nicht angesprochen. Das ist ein Thema, dem wir uns in der Wissenschaft auch stellen müssen und auch eine Position und einen Standpunkt brauchen. Er hat den Clausthal studiert. Und da gibt es eine Verbindung, die jetzt ganz zufällig zwischen uns dreien auch besteht. Er hat
ein Jahr nach Professor Hanselka dann den Ruf nach Magdeburg, angemessen 1998 nach Magdeburg gekommen. Zu der Zeit ist, und wir haben in diesem Jahr ein tolles Jubiläum gefeiert, das Max-Planck-Institut gegründet worden. Es war ein Wettbewerb um einen Standort, wo Magdeburg sich durchgesetzt hat. Und es war das erste ingenieurwissenschaftlich ausgerichtete Max-Planck-Institut in Deutschland. Auch da eben anknüpfend an die Ausführungen von Professor Hanselka, da sind die Grenzen nicht ganz klar. Und die Arbeiten der Gruppen im Max-Planck-Institut tangieren natürlich Grundlagenforschung. Aber je nachdem, wo auch die Forschungsmittel herkamen, und wir sind zum Teil auch über den EFRE, also Strukturfondsmittel, die dieses Land weiterbringen sollen im Rahmen einer regionalen Innovationsstrategie, da haben sie dann auch die Mittel durchaus im Transfer in beiden, in Köpfen und auch in Wissen eingesetzt. Und da bleibe ich nochmal beim Grenzen überwinden, weil das ja so oft thematisiert wird, wer führt eigentlich welche Einrichtung? Und die Kollegin, die lange Zeit auch in München war und eng mit Sachsen-Anhalt verbunden ist, Silvia Schattauer, hat gerade eben das Präsidentenamt als Sachsen-Anhalterin, die hier auch noch lebt, übernommen. Also wir sollten nach den vielen Jahren jetzt der Wiedervereinigung an dieser Stelle durchaus auch anerkennen, welche Möglichkeiten und Wechselwirkungen es da gibt. Professor Sundmacher hat dann, nachdem mir der Ruf, das war ja miteinander verbunden, 1999 auf den C4-Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik, diese Brücke auch durchgängig geschlagen. Und die Verbindung der außeruniversitären und mit den außeruniversitären Einrichtungen ist hier für uns in Magdeburg essentiell. Wir selbst haben überhaupt nicht das Budget, das alleine zu stemmen, das wunderschöne Gebäude des Max-Planck-Institutes, aber daneben auch durch das Land, das verfahrenstechnische Gebäude direkt gegenüber und auch am Pfälzer Platz für die Biosystemtechnik, das Forschungsverfügungsgebäude, was wir mittlerweile hervorragend mit Leben füllen. Das stellt alles eine Infrastruktur dar, die wir gemeinsam nutzen. Und das ist ganz entscheidend. Und hier ist es jetzt das Max Planck, das könnte ich in Richtung Leibniz und DZNE genauso benennen. Über die Arbeiten ist eben schon etwas gesagt worden. Im Wesentlichen geht es um chemische Prozesse, die Optimierung bis zum Einsatz auch von KI. Und Herr Sundmacher hatte bei uns im Kuratorium, wir haben vorhin kurz nochmal drüber gesprochen, im Sommer 2020 auf Einladung des Kuratoriumsvorsitzenden zusammen mit dem Kollegen Kienle einen Auftritt, der nachhaltig war. Er hat im Kern dazu geführt, dass wir diesen strukturierten Prozess, von dem Minister Willingmann eben sprach, angeschoben haben. Und dadurch hatten wir Vorlauf. Und das, was jetzt abgegeben werden konnte im Frühjahr und das, was wir Ende Oktober verteidigt haben, und da war er derjenige, der die Regie führte, das geht ganz maßgeblich auf Professor Sundmacher zurück. Er hat dann auch den Blick geöffnet und haben gesagt, wir haben kaum eine Chance, 25 PIs nur aus der Verfahrenstechnik zu gewinnen. Wir müssen A, über den Standort schauen und B, auch in andere Fachdisziplinen der Universität. Und das macht diesen Antrag so rund. Und neben all den Auszeichnungen und den 50 oder mehr als 50 Dissertationen, die Sie betreut haben, ist das für die Universität vermutlich im Augenblick zumindest das, was am nachhaltigsten wirkt, was sozusagen zusammenfasst, was an vielen, vielen Jahren in hervorragender Kooperation gelungen ist. Dafür sind wir Ihnen sehr, sehr dankbar. Und dass wir einen herausragenden Wissenschaftler hier ehren heute, das ist klar geworden. Aber diese strukturbildenden Komponenten des gemeinsamen Agierens über die Grenzen, und das ist ja auch ein Stück weit Slogan unserer Uni geworden. Ich bedanke mich für die herausragende wissenschaftliche Arbeit in den vergangenen Jahren, vor allem auch im Namen der Fakultät, die diesen Vorschlag ja gemacht haben. Und es gab überhaupt keinen Zweifel, dass damit ein würdiger Preisträger für den Otto von Guericke Forschungspreis im Jahr 2023 gefunden ist. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch.
Ich verlese mal eben den Urkundentext. Forschungspreis der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 2023 an Professor Dr. Inhabil Kai Sundmacher. In Würdigung seiner wegweisenden Forschungsarbeiten und herausragenden wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Systemverfahrenstechnik, die sich von biologischen Energiewandlungsprozessen, Brennstoffzellen, das alles will ich gar nicht nennen, teilweise können Sie es nachlesen im Journal, und er hat ja auch noch eine Minute Zeit, uns was zu sagen. Magnifizenz, sehr geehrter Herr Strackeljörn, sehr geehrter Herr Minister Willingmann, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Boris, spectabiles, verehrte Dekaninnen und Dekaner, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste der Festveranstaltung. Mit großer Freude und Dankbarkeit erfüllte mich die Nachricht des Rektors, dass mir mit Zustimmung des Senats der Otto-von-Guericke-Universität der diesjährige Forschungspreis verliehen werden soll. Ich danke Ihnen, lieber Herr Strackeljörn, und lieben anwesenden Senatsmitgliedern sehr herzlich für diese Auszeichnung, die mir viel bedeutet. Ganz herzlichen Dank auch für das mit der Verleihung des Forschungspreises verbundene Vertrauen, dass ich mich nicht ab morgen zur Ruhe setzen werde, sondern energisch und zielstrebig weitermachen werde mit der wissenschaftlichen Arbeit in Magdeburg. Weil es Spaß macht, in Magdeburg zu arbeiten, und weil ich hier wirklich viele sympathische Kolleginnen und Kollegen habe und auch, weil ich es als besonderes Privileg empfinde und es mit sehr viel Freude, mir es mir sehr viel Freude bereitet, mit den Magdeburger Studierenden und Doktorandinnen und Doktoranden, die sich meiner Arbeitsgruppe angeschlossen haben, tagtäglich zusammenzuarbeiten. Mit dem Forschungspreis der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ehrt, so die Statuten, die Universität Mitglieder und Angehörige für hervorragende oder nennen wir es weniger superlativisch substanzielle wissenschaftliche Leistungen. Diese substanziellen wissenschaftlichen Leistungen konnte ich nur durch die folgenden begünstigenden Faktoren erreichen. Erstens eine solide Ausbildung durch akademische Lehrer, die für mich inspirierende Vorbilder waren. In meinem Fall waren dies vor allem mein Thermodynamiklehrer Hans-Dieter Beer an der Universität Hannover. Dort habe ich erst Maschinenbau studiert. Dann mein Strömungsmechaniklehrer Michael Jischer und mein Doktorvater im Fach Chemische Verfahrenstechnik Ulrich Hoffmann, beide an der TU Clausthal, von der schon so viel die Rede war, sowie mein Postdoc-Mentor Keith Scott an der University of Newcastle in England während der Postdoc-Zeit. Diesen vier eindrucksvollen Persönlichkeiten bin ich für ihre engagierte Lehre, ihre mitreißenden Vorlesungen und ihre stete persönliche Förderung sehr, sehr dankbar. Zweitens, außerordentlich dankbar bin ich auch einem der großen wissenschaftlichen Visionäre, ohne dessen überzeugendes Werben für und das Wirken zum Wohle des Wissenschaftsstandorts Magdeburg ich heute sicherlich nicht hier stehen würde. Professor Ernst-Dieter Gillis, der Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme hier in Magdeburg und einer der entscheidenden Geburtshelfer der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik und Ideengeber für den damals neu geschaffenen Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik, auf den ich 1999 dann berufen wurde. Es war ein großes Privileg für mich, dass ich in der Zeit von 1998 bis zu seiner Emeritierung 2008 mit Herrn Gillis zusammenarbeiten durfte. Von Herrn Gillis habe ich gelernt, nicht nur im Koordinatensystem meiner eigenen Forschungsprojekte und meiner eigenen Disziplin zu denken, sondern Ideen zu entwickeln, um interdisziplinär mit Kolleginnen und Kollegen in größeren Netzwerken zusammenzuarbeiten und größere Vorhaben strategisch auf den Weg zu bringen. Dazu gehört Neugier auf das Unbekannte, eine gehörige Portion Mut, denn wer Großes wagt, kann auch scheitern, spekulative Vorausschau, was könnte als nächstes kommen,
und eine gehörige Portion Optimismus, von dem war vorhin auch schon die Rede. Ich habe viel geschafft, warum soll auch nicht dieses neue Projekt schaffbar sein? Drittens, Optimismus reicht natürlich allein nicht, denn man braucht als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler auch ein geeignetes Umfeld, in dem man nicht nur Ressourcen vorfindet, Personal, Räume und so weiter, Geld, sondern in dem man sich gut aufgehoben fühlt, in dem ein Team Spirit und gegenseitiges Vertrauen herrscht, man sich mit Respekt und Herzlichkeit begegnet und intellektueller Austausch auf gutem Niveau möglich ist. All dies idealerweise gepaart gern auch mit einer Schuss Humor. Manchmal reicht auch Galgenhumor. Dieses Umfeld habe ich in der Kollegenschaft der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik gefunden. Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, und hier möchte ich stellvertretend unserem Dekan, Herrn Professor Zotzers, danken, sage ich heute ein sehr herzliches Dankeschön für die jederzeit angenehme und sehr konstruktive Zusammenarbeit, insbesondere auch dann, wenn es darum ging oder jetzt auch immer noch geht, Interessenlagen des Max-Planck-Instituts und der Fakultät in Einklang zu bringen. Liest man die Berichte des wissenschaftlichen Beirates des Max-Planck-Instituts, so wird darin stets diese außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke-Universität gelobt, nicht nur mit der Verfahrenstechnik, sondern auch mit anderen Fakultäten. Sie ist nicht selbstverständlich, sondern sie muss immer wieder neu belebt werden. Denn es gilt, den kooperativen Spirit zu bewahren, auch um die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam erfolgreich meistern zu können. Zum Beispiel bei der Etablierung neuer Studiengänge mit attraktiven Themen für junge Leute. Viertens, solide Ausbildung, tolle Visionen, ein angenehmes wissenschaftliches Umfeld, das habe ich benannt, aber das reicht immer noch nicht, um erfolgreich zu sein. Wissenschaft kann nur funktionieren, wenn die Ausstattung, die braucht man auch in Form von Personal, Räumen, Geräten, Sachmitteln, konkurrenzfähig ist. Und hier muss ich rückblickend sagen, haben es das Rektorat unserer Universität und das Land Sachsen-Anhalt trotz vielfältiger fiskalischer Restriktionen immer wieder geschafft, wichtige Strukturmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Errichtung des Carnot-Gebäudes, Gebäude 25, die Etablierung des Forschungszentrums für dynamische Systeme und jüngst die von Herrn Minister Willingmann auch erwähnte Anschubfinanzierung für Forschungscluster, in unserem Fall Forschungscluster Smart Process Systems, hinzubekommen. Für diese und viele weitere Unterstützungsmaßnahmen möchte ich namentlich Herrn Altrektor Klaus-Erich Pollmann, Herrn Rektor Jens Strackeljahn und Herrn Minister Willingmann sehr, sehr herzlich danken. Nehmen wir nun an, dass man eine gute Ausbildung hat, Visionen, ein tolles Umfeld, eine einigermaßen konkurrenzfähige Ausstattung, dann kann man aber immer noch keine wissenschaftlichen Ideen umsetzen. Dazu braucht man dann eben exzellent ausgebildete, loyale, begeisterungsfähige, energiegeladene Mitarbeitende im Labor, an den Computern, im Technikum, die Lust auf Neues haben. Und an dieser Stelle möchte ich sehr, sehr herzlich meinen Mitarbeitenden danken für die jederzeit gute Zusammenarbeit. Ich danke euch und Ihnen, dass Sie der Einladung in die Johanneskirche gefolgt sind. Vielen Dank. Mit dem diesjährigen Lehrpreis werden zwei Lehrpersonen ausgezeichnet, die es nicht nur geschafft haben, dass ihre Studierenden sie zum wiederholten Male nacheinander nominieren, sondern die es auch schaffen, und das stand sehr klar in den Nominierungen drin, die es auch schaffen, für Fächer zu begeistern, für die sich nicht alle Studierenden automatisch begeistern können. Und das ist einmal die Statistik, Methodenlehre, Herr Professor Ostwald, und Anatomie, Frau Professor Albrecht. Aber genau das macht eben gute Lehre aus. Zugang zu erleichtern, zu komplexen, anspruchsvollen Inhalten, Verständnis schaffen und eben begeistern. Wie erreichen die beiden das? Auch da waren die Studierenden sehr klar. Als ich die Nominierung gelesen habe, standen immer wieder die gleichen Gründe, die gleichen Faktoren in den Nominierungstexten. Einmal ganz grundsätzlich die Struktur der Lehrveranstaltung, die sehr klar war und auch immer transparent kommuniziert wurde.
Zum Dritten, und das geht jetzt schon über den Grundsatz hinaus, ist die Faktoren und die Inhalte, die auf aktuelle Fälle angewendet wurden. Das heißt, die Lehrpersonen, die heute ausgezeichnet werden, haben immer wieder die Frage beantwortet, ja, warum brauche ich das überhaupt? Wozu mache ich das? Und zu guter Letzt haben die Lehrpersonen auch die Digitalisierung genutzt, um ihre Lehrformate zu flexibilisieren, um es den Studierenden zu ermöglichen, dass sie Lehrinhalte auch noch nach der Lehrveranstaltung nachvollziehen können und zusätzliche Lehrangebote damit geschaffen. Das alles mit viel Respekt, auch für die unterschiedlichen Vorkenntnisse, auf Augenhöhe und mit einer Lernumgebung, in der der Lernerfolg im Vordergrund steht. Und das haben die Studierenden honoriert mit dem Lehrpreis. Und da der Lehrpreis ja aber von den Studierenden kommt und nicht von mir, bin ich sehr froh, dass Gabriel Rücker heute mit mir auf der Bühne ist, als Vertretung des Studierendenrates und ein paar Worte aus eurer Perspektive mithin beitragen kann. Vielen Dank. Für Studierende, also Studierende sind durchaus ein sehr kritisches Volk, vor allen Dingen was ihre Lehre angeht. Viele Herausforderungen sind gerade auch in den Fächern wie Statistik und ich als Sozialwissenschaftler oder angehender Sozialwissenschaftler, der nicht unbedingt Freund der Statistik ist und viele meiner Kommilitonen das wahrscheinlich ähnlich sehen, dort einen Lehrpreis zu gewinnen von den Studierenden, ist wirklich eine herausragende Leistung. Und nun habe ich damals auch überlegt, Medizin mal zu studieren und habe mir auch die Anforderungen angeguckt und auch mit vielen Menschen geredet, die selbst Medizin studieren. Und auch da wurde mir gesagt, so Anatomie ist so das, was am meisten Herausforderung macht. Und diese beiden Sachen, zu etwas zu machen, was Spaß macht, wo die Leute was mitnehmen, ist eine beeindruckende Leistung. Und für uns als Studierendenschaft kommen auch ganz oft eher die Studierenden mit kritischen oder mit meckerenden Worten. Aber wenn sie mal zu uns kommen mit Lob, ist das sehr beeindruckend. Und vielleicht noch etwas Persönliches, was ich sehr beeindruckend finde. Mein Partner ist einer der Studierenden, die bei Herrn Ostwald zum Beispiel studieren dürfen. Und auch er hat es mir in unserer privaten Zeit erzählt, wie gut er Statistik dort verstanden hat. Und wenn man sowas mit nach Hause nimmt, kann ich nur sagen, danke für die gute Lehre an beide Ausgezeichneten und herzlichen Glückwunsch. Und natürlich können die Studierenden selbst und auch Frau Albrecht und Herr Ostwald viel besser beschreiben, was ihre Lehre so einzigartig macht. Deswegen bitte ich um Film ab. In der Lehre ist mir besonders wichtig, den Studierenden ein Gerüst zu bauen für lebenslanges Lernen. Die Anatomie ist ein sehr detailliertes Fach. Und wir haben die Aufgabe, die Studierenden durch diese Details zu lotsen und einen Rahmen zu bauen, auch später sich selbstständig neues Wissen aneignen zu können. Mir hat besonders gut gefallen, dass sie besonders nah am Studenten ist, dass sie wirklich sehr gut erklären kann, dass sie sich sehr viel Mühe gibt, sehr viel Engagement zeigt. Besonders gut waren immer die Folien von Frau Albrecht. Sie hat immer sehr klare und einfache Erklärungen für sehr komplexe Themen gefunden. Dabei ist es immer uns besonders wichtig zu vermitteln, warum muss ich etwas lernen, warum brauche ich diese Details und wie komme ich eigentlich dazu. Das Warum ergibt sich aus den vielen klinischen Bezügen, die wir schon sehr früh im Studium herstellen. Und dazu arbeiten wir auch eng mit den Klinikern zusammen im Krankenhaus und stellen zum Beispiel Fallbeispiele zur Verfügung, die wir besprechen können. Und das Wie beziehen wir natürlich auch aus unserer eigenen Forschungsarbeit und den zahlreichen Arbeiten in den verschiedenen anatomischen Fachgebieten. An den Vorlesungen hat mir sehr gefallen, dass sie viele Folien hatte, die sehr präsent waren. Also man konnte viel aus diesen Folien mitnehmen. Sie waren sehr übersichtlich und sie hat es schön erklärt. Dass sie besonders motiviert ist, dass sie Lust hat, den Studierenden etwas beizubringen und immer wieder bemüht, auch fakultative Kurse anzubieten am Wochenende, wenn besonders interessierte Studierende sich weiterbilden möchten. Zu Lernmethoden hat sie damals auch bei Herzentwicklung zum Beispiel das Ganze aus Knete sozusagen dargestellt, was man auch besser merken konnte und das Ganze sozusagen viel interessanter gemacht hat. Die größte Motivation für mich, gute Lehre zu machen, ist den Aha-Moment mitzuerleben, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben haben, man die vielleicht auch selber erarbeitet hat
Wir haben bei uns in der Anatomie im ersten Studienjahr einen sehr intensiven Präparierkurs, in dem wir eng mit einer Gruppe aus 20 Studierenden, einer Seminargruppe, zusammenarbeiten. Und es ist auch sehr schön, in diesen sehr intensiven Kursen mitzubegleiten, wie sich ein Team zusammenfindet und wie die Teamdynamik entsteht, von ganz aufgeregten ersten Schritten am ersten Tag des Studiums bis hin zu ganz souveränen Leistungen in Testaten, im Seminar, und zu sehen, wie auch ein Team und ein individueller Student dann selbstständig wird und seinen Weg weitergehen kann. Als Tischdozentin hat sie uns sehr geholfen, auch wenn es Schwierigkeiten gab, war sie sehr geduldig, uns alles beizubringen und auch immer wieder mal zu erklären. Und sie ist einfach sehr menschlich in dem, was sie tut. Der Lehrpreis bedeutet für mich und für das ganze Institut eine große Ehre, aber natürlich auch ein großer Ansporn. Natürlich steht nicht nur ich vor den Studierenden, sondern eine ganze Gruppe von Dozierenden, Präparatoren, TAs, die die Studierenden mit begleiten. Jeder hat spannende Ideen, wie man Lehre gestalten kann, wie man spannende Interaktionen in Seminaren herstellen kann, und wir stehen da in einem regen Austausch. Ich habe Frau Professor Albrecht nominiert, weil sie wirklich jetzt seit einigen Jahren besonders viel für das Studium tut, insbesondere in dem Fachgebiet der Anatomie. Man hat es ja auch gemerkt, sie war immer begeistert vom Fach. Und sie hat es auch irgendwie geschafft, uns alle für das Fach zu begeistern. Man merkt, dass ihr oberstes Ziel eigentlich ist, den Studenten den Stoff so gut wie möglich beizubringen und dass wir alle am Ende wissen, was wir dort tun und warum. Gute und erfolgreiche Lehre bedeutet für mich, dass wir schaffen, komplexe Sachverhalte in einfach zu verstehende Einzelteile zu zerlegen und dabei aber nicht die Komplexität so weit reduzieren, dass von den eigentlichen Inhalten dann gar nichts mehr übrig bleibt. Und dabei ist es wichtig, dass wir Komplexität nicht mit Kompliziertheit verwechseln. Also die Dinge sollen nicht kompliziert erscheinen, aber sie sind komplex und wir müssen sie entwirren. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir erfolgreich gelehrt. An seinen Veranstaltungen hat mir besonders gut die Struktur gefallen. Es war unheimlich klar auch kommuniziert, mit welchem Thema wir anfangen. Und er hat da einfach eine lineare Struktur reingebracht. Im Vergleich zu anderen Vorlesungen, dass er ja den Rahmen sehr gut vorgegeben hat. Also man wusste schon, in welchem Umfang man lernen muss. Es war sehr klar. Und das hat dabei dann auch unheimlich Freude gemacht, immer wieder zu verstehen, wie das aufeinander aufbaut und wie man dann auch tiefer da reingehen kann. Zur guten Lehre motiviert mich ihre Nachhaltigkeit und den Impact, den man damit haben kann. Und insofern ist für mich gute Lehre immer eng verwoben mit guter Forschung. Also ich glaube, man kann die beiden nicht trennen. Also erstmal hat mir sehr gut gefallen, dass Herr Professor Ostwald sehr studierendenfreundlich ist. Als ich angefangen habe zu studieren, ist er sehr auf uns zugekommen, hat das sehr kulant gestaltet. Das fand ich sehr gut. Er gibt einem alle Materialien, um sich vollständig und intensiv in die Lehre einzuarbeiten. Und gerade Statistik, das für viele wirklich ein Angang ist oder vorher Horrorszenarien im Kopf entstehen, oh Gott, wie soll ich das nur im Studium schaffen, hat er so aufbereitet, dass man sich auch an Selbstkontrollfragen durch die Vorlesung arbeiten konnte. Ja, also in der Struktur ist er auch wirklich beinhaltet. Klipp und klare Fragen am Ende der Vorlesung. Und Klausurfragen beziehen sich nur auf diese Selbstkontrollfragen, die aber auch nochmal dazu führen, dass man die wichtigsten Punkte der Vorlesung nochmal automatisch mit durchgeht. Das hat einfach super geholfen, vor allem im ersten Semester, dass man halt genau weiß, okay, das brauche ich und das muss ich lernen und ich schaffe das. So. Ja. Ja. Also man hatte den Eindruck, dass er versteht, in welchem System wir Studis hier auch durch die Uni irgendwie uns bewegen müssen. Der Lehrpreis bedeutet für uns erstmal eine große positive Überraschung. Einerseits bedeutet er natürlich dann auch die Verpflichtung und den Ansporn, weiterhin unsere Lehrinhalte gut aufzubereiten und die Präsentation der Lehrinhalte zu verfeinern. Andererseits ist das Ganze für uns als Team natürlich auch eine schöne Bestätigung und gibt uns gewissermaßen das Vertrauen, dass wir mit unserem Ansatz schon auf einem guten Weg sind. Was er besser gemacht hat als andere, ist immer so ein, finde ich fast schon wieder so ein bisschen eine schwierigere Formulierung, so wo steht er über allen anderen. Er setzt sich insgesamt sehr für die Studierendenschaft ein.
Ein großes Beispiel dafür wäre, wir hatten einmal einen Personalmangel in einer Veranstaltung und er hat wirklich alles gegeben, um da entsprechend jemanden zu finden, damit wir halt einen vollwertigen Bachelor am Ende haben. Man muss nicht mal an der Universität eingeschrieben sein und kann trotzdem öffentlich zugänglich an seiner Lehre teilhaben. Er zeichnet seine Vorlesungen auf und stellt die Videos dazu online. Sehr auch an den Fragen der Studierenden interessiert ist und uns auch mit Respekt begegnet, so wie wir ihnen mit Respekt begegnen können. Und ja, darin ich oft so den Eindruck hatte, das kann auch so ein Miteinander in den Vorlesungen entstehen. Meinen herzlichsten Glückwunsch an Frau Professor Albrecht und Herr Professor Ostweit und vielen, vielen Dank für Ihr Engagement in der Lehre. Und ich bitte Sie auf die Bühne, um Ihren Lehrpreis entgegenzunehmen. Gesagt, ich darf anfangen, Ladies first, mit einigen dankenden Worten. Ich habe mich sehr gefreut, auch für unser ganzes Team, diese wunderschöne Auszeichnung zu bekommen und möchte mich vor allen Dingen all den Studierenden bedanken. Das ist wirklich eine große Ehre für uns und alle unsere Mitarbeiter. Und wie das eben schon im Video anklang, dürfen wir die Studierenden vor allen Dingen in den ersten zwei Jahren begleiten, in einer ganz aufregenden neuen Zeit, die geprägt ist von vielen Herausforderungen. Und für uns ist es immer eine besonders schöne Zeit zu sehen, wie wirklich die Entwicklung der einzelnen Studierenden und der Gruppen dann abläuft in dieser Zeit. Aber wir haben heute schon oft gehört, Transformation war in aller Munde und auch der Arztberuf steht vor ähnlichen Herausforderungen. Wir haben immer mehr Spezialisierung, wir haben Digitalisierung, Robotik hält Einzug und man muss sich immer mehr vernetzen und mit täglich neu hinzukommendem Wissen arbeiten können. Und da nur anatomische Strukturen zu pauken, wo Nerv und Muskel ist, das zielt dann doch etwas zu kurz. Deshalb ist es unser Ziel, dass wir auch Studierende dazu befähigen, am Ende selbstständig zu arbeiten, autonom zu werden und in einem Team zu funktionieren und dabei auch noch Freude zu haben an lebenslangem Lernen und vielleicht auch selber Wissen zu schaffen dann in Zukunft. Und in unseren Lehrveranstaltungen sind wir bemüht, das einzuarbeiten, dieses Bild zu vermitteln und letztlich fließt das eben auch ein in einen großen Transformationsprozess im Medizinstudium. Es wird nämlich gerade intensiv an einer neuen ärztlichen Approbationsordnung gearbeitet, die eben auch diesen gesetzlichen Rahmen letztlich für diese Punkte vorgibt. Und für mich und meine Kollegen ist es also ein großer Ansporn, dieser Lehrpreis, dass wir diese Punkte in Zukunft weiter ausbauen und dazu beitragen können, dass es in Zukunft eben gute Ärzte gibt und die brauchen wir ja alle. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, ich werde die 10% Talent versuchen zu boostern, indem ich mich kurz fasse. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Studierenden, die sich in dieser Hinsicht engagiert haben, dem Studierendenrat und natürlich auch der Prorektorin für die Auswahl. Dann bedanke ich mich natürlich bei meinem Team für die Unterstützung, die administrative Unterstützung insbesondere auch. Und schließlich habe ich jetzt auch wieder festgestellt, dass Statistik irgendwie so ein schwieriger Begriff zu sein scheint, Methodenlehre vielleicht auch. Andererseits ist KI die ganze Zeit in aller Munde und was wir vielleicht so ein bisschen versuchen, bei uns in der, wie ich sie dann nenne, datenwissenschaftlichen Lehre zu zeigen, dass KI und Statistik, Datenwissenschaft, maschinelles Lernen, das ist eigentlich ein und dasselbe. Es geht die ganze Zeit darum, Sinn in digitalen Daten zu entdecken und nutzbar zu machen. Und das versuchen wir zu vermitteln. Und wenn das dann auch ausgezeichnet wird, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Lia Meyer für dieses wunderbare musikalische Intermezzo, was ja hier in der Johanneskirche auch besonders toll klingt. Es ist ja normalerweise eigentlich eben das Privileg oder auch die Domäne einer Prorektorin oder eines Prorektors für Forschung, Technologie, Chancengleichheit hier vorhin stehen zu dürfen. Wir haben aber jetzt ja schon mehrfach gehört, wir wollen da morgen zu einer Wahl schreiten. Und ich bin ganz froh, dass das erst morgen ist. Denn wann sonst hat ein Prorektor für Planung und Haushalt hier in diesem akademischen Festtag irgendwelche Rolle, die er hier spielen kann? Wesentliche Punkte haben wir hier schon angesprochen. Was sind die Aufgaben einer Universität? Es ist im Wesentlichen eigentlich Forschung und Lehre. Und wir haben ja schon, ich nenne es mal, gestandene Persönlichkeiten jetzt hier geehrt. Aber jetzt geht es um die Würdigung des Nachwuchses. Des Nachwuchses, den teilweise wir selber, teilweise andere Institutionen vom Stadium des Lernens hingeführt haben, angeleitet haben, zum selbstständigen Bearbeiten vielfach komplexer Forschungsfragen, die das dann und die ihre Befähigung dazu durch eine Promotion nachgewiesen haben. Wir werden am Ende der Woche dann auch in einer anderen Veranstaltung auch die Master- und Bachelor-Absolventen ehren und würdigen. Aber eine Promotion ist ja doch nochmal ein Ticken höher, um es mal so zu sagen. Das sind jedes Jahr etwa 150 Personen ohne die Medizin. Und man muss sich das eigentlich immer vor Augen führen. Und man muss sich auch eins fragen, das wurde jetzt ja eigentlich auch mehrfach deutlich. Was wären eigentlich unsere Professorinnen und Professoren, die hier jetzt ja doch auch in den Reihen recht zahlreich vor mir sitzen, auch wenn ich sie vor lauter Scheinwerferlicht kaum sehe. Was wären die ohne diese Promovierenden, aber eben auch ohne die Master- und Bachelor-Studierenden? In den meisten Fällen, gerade in den experimentellen Bereichen, kämen sie nicht besonders weit, wären nicht so erfolgreich, wie sie es sind. Denn in den meisten Wissenschaften, und auch der Begriff ist ja schon mehrfach heute gefallen, ist Wissenschaft Teamwork. Das Teamwork, das vom Austausch, vom Miteinander lebt und in dem häufig auf Augenhöhe. Und auch das wurde ja schon deutlich gemacht, als über die Zahl von etwa 50 Absolventinnen und Absolventen, die der Kollege Sundmacher dann promoviert hat, viele von denen sind auch an anderen Universitäten Professorinnen und Professoren geworden. Es ist gemeinsames Forschen, gemeinsames Generieren von Erkenntnissen und Fortschritt. Deswegen, das ist etwas, was wir mindestens genauso eben würdigen und schätzen müssen, wie dann, ich sag mal, die gestandenen Persönlichkeiten. Jetzt kann man natürlich nicht alle Promovierenden und Promoventen des letzten Jahres hier auf die Bühne holen, sondern nur die Spitze des Eisbergs. Und wenn man so in etwa weiß, so die Dichte von Wasser, dann weiß man, da sind ungefähr 10% über Wasser. Selbst da schaffen wir nicht mal diese 10% sozusagen dann halt aller Promovierenden hier gleich auf die Bühne zu holen, weil eigentlich es ging darum, diejenigen zu ehren, die eine Promotion mit ganz hervorragendem Ergebnis als Beste ihrer Fakultäten dann halt eben abgeschlossen haben. Und die Frage ist natürlich, wie bestimmt man überhaupt jetzt so, wer ist denn eigentlich die Beste oder der Beste? Das ist natürlich eine schwierige Sache, dass zunächst erstmal können wir uns da zurücklehnen alle und sagen, das ist Sache der Fakultäten, die basierend dann auf dem Promotionsprädikat dann halt eine Auswahl treffen. Und in allen Fällen lautet das Promotionsprädikat halt eben summa cum laude. Das sind etwa 10-15% der Promovierenden, die das insgesamt halt bekommen. Und kann man sich ausrechnen, bei 9 Fakultäten 150 Promotionen insgesamt plus Medizin, da ist immer noch eine weitere Selektion erforderlich. Und das heißt, in den Fakultäten ist vielfach eine vertiefte Vorauswahl erforderlich. Das sind dann häufig auch nur Nuancen. Das ist dann die Dauer der Promotion. Es ist die Zahl der Veröffentlichungen. Es ist die Berücksichtigung auch des akademischen Alters, die dann zur Auswahl, zur Kür der oder des Besten einer jeweiligen Fakultät führt. Und auf diese Weise sind dann eben 9 Kandidatinnen und Kandidaten von den Fakultäten ausgewählt und benannt worden. Die Forschungskommission zunächst und dann der Senat haben alle von den Fakultäten Nominierten bestätigt, wobei die Forschungskommission dann noch die schwierigere Aufgabe hatte, aus diesen 9 Nominierten die bzw. den Universitätsbesten dann auch noch herauszukristallisieren und für den Dissertationspreis der Otto-von-Guericke-Universität zu benennen. Doch dazu komme ich dann gleich im Anschluss. Zunächst werden wir gleich jetzt erstmal die Promotionspreisträgerinnen und Promotionspreisträger dann halt hier auf die Bühne bitten, zusammen mit dem Rektor, Herrn Maas, als Vertreter
der Gesellschaft der Freunde und Förderer und dann zusammen mit jeweils einer Vertreterin und einem Vertreter der jeweiligen Fakultät, um dann die Preise für die jeweils beste Promotion dann zu überreichen bzw. entgegenzunehmen und zu gratulieren. Ich möchte in diese Glückwünsche aber auch sofort mit einschließen, eigentlich alle Promovierten des letzten Jahres, und Ihnen für Ihre wissenschaftlichen Beiträge danken, denn auch wenn Sie jetzt hier nicht oben stehen, es sind, wie gerade schon gesagt, vielfach Nuancen, die dazu geführt haben, dass es jetzt andere sind, die hier oben stehen und nicht Sie. Und alle, das muss man sagen, haben wissenschaftliche Beiträge geleistet, denn sonst hätten Sie gar keine Promotion abschließen können. Ich darf jetzt zunächst den Rektor und Herrn Maas als Vertreter der Gesellschaft der Freunde und Förderer zur Preisverleihung auf die Bühne bitten, danach dann auch nach Fakultäten aufgerufen, die Preisträgerinnen bzw. Preisträger und auch die Fakultätsvertretungen, die Titel der Arbeiten und die jeweiligen Betreuer sind auf den Folien eingeblendet. Wir haben das so gemacht, weil wir bemühen uns ja, dass nachher dieses 10-90 Verhältnis, was hier schon mehrfach erwähnt wurde, vielleicht doch dann irgendwie zugunsten eines anderen Faktors dann verschoben werden kann. Zum Preis selber vielleicht vorweg noch eine Sache, das ist eine Anerkennung für die hervorragenden Leistungen in Form einer Urkunde, die ist immer gut, die kann man auch irgendwo vorzeigen nachher, einer Replik der Uniporter, also der Uniporter, die Sie sehen, wenn Sie von der Garaisstraße auskommt, auf das Hauptgelände der Uni kommen, und dann last but not least auch eines Geldbetrages, der zum Teil aus dem Haushalt, aber bei den Preisträgerinnen und Preisträgern aus den Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften dann von der Karin-Witte-Stiftung dann eben erfolgt. Und ich würde jetzt zunächst erstmal, wie gesagt, den Rektor, Herrn Strackelian, lieber Jens, darf ich dich bitten, und Herrn Maas zu mir hier auf die Bühne bitten, weil es verbietet sich jetzt zu sagen, Sie sind gleich Blumenmädchen, das sind Sie nicht, aber Sie überreichen dann halt eben die Urkunde und die Porter. Und ich bitte zunächst nach vorne für die Fakultät für Maschinenbau den Preisträger, Herrn Dr. Ingenieur Sebastian Lang, und den Dekan der Fakultät, Herrn Professor Dr. Ingenieur Thorsten Halle. So, und während dort die Preise überreicht werden und schon mal gratuliert wird, mache ich sofort weiter. Für die Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik, die diesjährige Preisträgerin ist Frau Dr. Ingenieur Nathalie Kathleen Schmidt, und ich bitte Sie und den Dekan, Herr Professor Dr. Ingenieur Evangelos Tsatsas, nach vorne. So, da hinten geht's weiter. Für die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik bitte ich den Preisträger, Herrn Dr. Ingenieur Sebastian Südekum, Sie müssen mich korrigieren, wie es ausgesprochen wird, und die Dekanin, Frau Professor Dr. Ingenieur Ulrike Steinmann, hier vorne aufs Podium. So, wir machen weiter mit der Fakultät für Informatik. Ich war vorhin ja neugierig, habe den Minister angetippt und habe gefragt, wer hat denn nun gestern eigentlich einen Forschungspreis in Wernigerode bekommen? Er sagte mir, es ist der Preisträger der Informatik, der jetzt also auch heute ausgezeichnet wird, Herr Dr. Ingenieur Sebastian Krieter. Und ich bitte Herrn Krieter nach vorne auf die Bühne und den Dekan, Herrn Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Für die Mathematik bitte ich
hier auf die Bühne den Preisträger Herrn Dr. Sridhar Chelappa und den Dekan Herrn Prof. Dr. Alexander Pott. Preisträger der Fakultät für Naturwissenschaften ist Dr. Elias Baron und ich bitte ihn und den Dekan, Herrn Prof. Dr. Oliver Speck, auf die Bühne. Für die medizinische Fakultät bitte ich die Preisträgerin, Frau Dr. Med. Donata von Reibnitz und den Prodekan Prof. Dr. Med. Maci Pech in Vertretung der Dekanin auf die Bühne. Fakultät für Humanwissenschaft hat die Preisträgerin Frau Dr. Philippia Schüler nominiert und ich bitte Sie und den Dekan Herrn Prof. Dr. Frank Bünning hier auf die Bühne. Und um die neuen Nominierungen vollzumachen, bitte ich jetzt noch für die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften den Preisträger Herrn Dr. Reapol Felix Bransch und den Dekan Herrn Prof. Dr. Abdulkarim Sadri auf die Bühne.
So, meine Regieanweisung hat mir jetzt gesagt, dass der Rektor und Herr Maas auf der Bühne bleiben, um das Sitzfleisch nicht zu sehr zu strapazieren. Und es geht jetzt, glaube ich, auch zügig weiter. Wir kommen nämlich zum Dissertationspreis der Otto von Guericke Universität. Die FOCO, die Forschungskommission, hat die vornehme und auch schwierige Aufgabe, unter all den exzellenten Nominierten eine Person als Primus inter pares, Besten der Besten, für den Dissertationspreis auszuwählen. Das ist eine wahrhaft schwierige Aufgabe, weil ja gerade auch Arbeiten aus verschiedenen Disziplinen vorliegen, die vielfach ja doch wirklich sehr, sehr schwierig nur vergleichbar sind. Stützen kann und muss sie sich dabei auf die Würdigungen aus den jeweiligen Fakultäten. Ich habe mir die auch alle angeguckt, das ist vielfach ein Genuss, diese zu lesen, mit ihren nicht immer nüchtern prosaischen Ausführungen über die zu würdigen Arbeiten. Ich bin aber überzeugt, von der FOCO ausgewählt wurde dann nach wissenschaftlichen Kriterien und nicht danach, wer die schönste Laudatio geschrieben hat. Obwohl, ich muss sagen, ich habe dabei auch so ein bisschen mein eigenes Vorurteil revidieren müssen, weil teilweise die Würdigungen, die von Humanwissenschaftlern kamen, kürzer und prägnanter waren als die von Ingenieuren. Aber schön waren sie alle. Wie schwer die Auswahl dieses Mal gewesen ist und wie auch die Diskussion in der FOCO dann halt sicherlich intensiver, zeigt sich daran, dass die Kommission nach einem Abstimmungsprozess dann dem Senat zwei Personen vorgeschlagen hat und der Senat diese auch als Dissertationspreisträger einstimmig bestätigt hat. Zwei schillernde Arbeiten aus völlig verschiedenen Fachgebieten, nämlich einerseits vorgeschlagen und auch bestätigt, nominiert Frau Dr. Phil-Pia Schüler für ihre Dissertation zum Thema Bedeutungsvielfalt und Sinnstiftung in frühmittelhochdeutscher Literatur, angefertigt in der Fakultät für Humanwissenschaften bei Professor Kössinger, der uns leider ja verlassen hat und an eine andere Universität gewechselt ist. Das Ganze angefertigt im Institut 3, Bereich Germanistik, ältere deutsche Literatur und Kultur. Und dann ein Preisträger, Herrn Dr. Ingenieur Sebastian Lang, für seine Dissertation zum Thema Methoden des bestärkenden Lernens für die Produktionsablaufplanung, angefertigt in der Fakultät für Maschinenbau bei Professor Schenk am Institut für Logistik und Materialflusstechnik. Und ich habe jetzt die schöne Aufgabe und das Vergnügen, Ihnen die Promotionspreisträgerin und den Preisträger gleich etwas näher vorzustellen und die Begründung für die besonderen Leistungen zu geben. Frau Dr. Pia Schüler hat promoviert über Bedeutungsvielfalt und Sinnstiftung in frühmittelhochdeutscher Literatur. Sie hat an der Universität Konstanz studiert, zunächst Bachelor Deutsche Literatur mit Nebenfach British and American Studies, dann draufgesattelt einen Master in Literaturwissenschaften mit Schwerpunkt Germanistik, hat dort dann auch zunächst in der germanistischen Medievistik mitgearbeitet und ist dann 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Bereich Germanistik der Otto von Guericke Universität bei Professor Kössinger gekommen. Sie hat dann dort ihre Arbeit angefertigt, 2022 mit Summa Cum Laude abgeschlossen und ist selber jetzt aber seit Oktober 2021 bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Germanistik der Universität Potsdam tätig. Was ist nun das Besondere an der Arbeit? Und gut, ich selber muss sagen, ich konnte mit früh-, mittelhochdeutscher Literatur wenig anfangen. Was macht man als erstes? Man fragt Wikipedia und findet dort, dass die frühmittelhochdeutsche Literatur die Phase der Literaturgeschichte ist, die in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts einsetzt und bis etwa 1170 reicht. Vor allem entstehen religiös belehrende und ermahnende Texte in mittelhochdeutschen Reimpaarversen, die sich besonders an Laien wenden. Nun, das habe ich noch in etwa verstanden. Professor Kössinger merkt dazu an und er sagt im Prinzip das dann eben auch, bis zu Frau Schülers Arbeit wurden die Texte meist gelesen als von geistlichen Denkformen geprägte, mehr oder weniger von lateinischen Vorlagen abhängige, weitgehend unselbstständige Werke. Und
im folgenden Zitat von ihm: Hier geht Frau Schüler einen anderen Weg. Es geht ihr darum, die Texte als Texte zu verstehen, sodass diese am Ende in neuem Licht erscheinen, und sie arbeitet die komplexen Eigengesetzlichkeiten der frühen deutschen Textkultur heraus. Man kann diese dabei erstmals konsequent für neue Zugriffsweisen aufschließen und erschließen. Professor Kössinger schließt: Die Arbeit weist der künftigen Forschung zum Gegenstandbereich den Weg und wird zweifellos in der Fachcommunity auf reges Interesse stoßen und intensiv rezipiert werden. Ich glaube, es ist unnötig zu sagen, dass neben dieser hervorragenden Dissertation eben auch zahlreiche Aufsätze, Lexikonartikel, Rezensionen und Vorträge bereits auf der Liste stehen, die mit Frau Schüler verbunden ist. Der zweite Preisträger, Herr Dr. Sebastian Lang, hat promoviert über die Methoden des bestärkenden Lernens für die Produktionsablaufplanung. Er ist zwar jetzt nicht original ein Magdeburger Kind, sondern kommt aus Pirna, aber hat Logistik an der Otto. Brummt das irgendwie sehr stark? Ich hoffe, ich bin jetzt noch zu verstehen. Er hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen Logistik an der Otto von Guericke Universität gemacht, den Master Maschinenbau, Fachrichtung Produktionstechnik und den Master Wirtschaftsingenieurwesen Logistik an der Otto von Guericke Universität dann absolviert, hat von 2017 bis 2023 bei Professor Schenk am IEM promoviert und ist seit 2019 auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut am IFF hier in Magdeburg. Was ist das Besondere an seiner Arbeit? Und wenn Sie die Volksstimme, aber eben auch überregionale Zeitungen gelesen haben in der letzten Zeit, dann stand da häufiger was von künstlicher Intelligenz für Ingenieure. Der, vielleicht nicht so ganz damit vertraute Leser könnte jetzt meinen, die haben es besonders nötig. Das ist nicht der Fall, sondern die Ingenieure haben genügend natürliche Intelligenz. Was gemeint ist, ist der Studiengang AI Engineering, künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften, der an der Otto von Guericke Universität jetzt in diesem Wintersemester eingeführt und von ihr federführend getragen wird, aber zusammen mit 4 Hochschulen hier im Land. Und Herr Lang hat einerseits diesen Studiengang ganz wesentlich mit vorangetrieben und die Methoden, die er selber angewendet hat, implementiert hat, werden jetzt in der Lehre dann eben auch mit weitergegeben. Die Arbeit ist an der Schnittstelle zwischen den Forschungsfeldern Produktion und Logistik und künstliche Intelligenz, und der Doktorvater und Professor Schenk als würdigende Person hat das auch nochmal klargestellt. Konkret beschäftigt sich die Arbeit mit der Produktionsablaufplanung. Dieser liegen hochkomplexe mathematische Optimierungsprobleme zugrunde, deren Lösung zeit- und ressourcenaufwendig ist. Danke. Herkömmliche Lösungsverfahren weisen entweder eine hohe Zeiteffizienz zulasten der Lösungsgüter auf oder leisten hochqualitative Lösungen unter Inanspruchnahme einer hohen Laufzeit. Das heißt, entweder wenig zuverlässige Ergebnisse, die man schnell bekommt, oder sehr zuverlässige Ergebnisse, auf die man extrem lange warten muss. Das bestärkende Lernen als grundständiges Paradigma des maschinellen Lernens und als Teildisziplin der künstlichen Intelligenz stellt jetzt hier eine vielversprechende Alternative zur zeiteffizienten Berechnung dar. Und Herr Schenk führt weiter aus, dass es in ausgezeichneter Weise Herrn Lang dann eben gelingt, als eine der zentralen Kernaufgaben der Produktion und Logistik die Produktionsablaufplanung dann eben zu reformieren, und zwar dahingehend, dass moderne produzierende Unternehmen das sinnvoll anwenden können und dass der Einsatz von bestärkenden Lernverfahren für diese Produktionsablaufplanung dann eben vollumfänglich überzeugend gelungen ist und das Potenzial eines bahnbrechenden Paradigmenwechsels hinsichtlich des methodischen Vorgehens in Produktionsplanung und Steuerung besitzt. Und Herr Schenk schließt: Allgemein zusammengefasst erlaubt der Ansatz von Herrn Dr. Lang anforderungsgerechte Entscheidungen für hochkomplexe Problemstellungen in Echtzeit zu ermitteln. Aus der Arbeit hervorgegangen sind bereits 16 Publikationen in Zeitschriften und auf Forschungskonferenzen, 16 zu diesem Forschungsgegenstand, insgesamt sind es noch mehr. Der H-Index, vorhin wurde sowas ja auch schon erwähnt, ist beachtliche 12.
für einen frisch gebackenen Promoventen. Die Drittmittelakquise auch hier bereits enorm. Insbesondere hat er mit dazu beigetragen, vom BMBF 5 Millionen Euro einzuwerben, mit deren Hilfe jetzt der Studiengang AI Engineering dann aus der Taufe gehoben worden ist und mit dem dann gewährleistet ist, dass zentrale Ergebnisse der Dissertation nachhaltig übertragen und verstetigt und in die Lehre jetzt übernommen werden. Ich denke, Sie alle können zustimmen, dass wir eine würdige Kandidatin und einen würdigen Kandidaten für den Dissertationspreis der Otto von Guericke Universität hier vor uns haben. Der ist jetzt auch nicht geteilt worden zwischen den beiden, sondern beide haben den gleichen Preis bekommen. Ich gratuliere beiden ganz herzlich und möchte jetzt die Preisträger noch einmal auf die Bühne bitten, damit der Rektor und Herr Maas als Vertreter der Gesellschaft der Freunde und Förderer Ihnen dann eben auch noch den Preis verleihen können. Und die Preisträger werden danach auch noch ein paar Worte an Sie richten. So, jetzt möchte ich die beiden noch mal auf die Bühne bitten. Ja, also ich werde es auch eher kurz halten. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Universität bedanken, dass meine wissenschaftliche Arbeit mit diesem Preis bedacht wurde. Also ich freue mich sehr über diese großzügige Auszeichnung, die mir eine große Ehre ist. Mein Dank gilt auch meinem Doktorvater Norbert Kössinger, der mein Interesse an der mittelalterlichen Literatur, die eben ja auch schon so nett beschrieben wurde, schon seit meinem frühesten Studium gefördert hat. Und der mich immerzu mit wertvollen Ratschlägen und unermüdlicher Unterstützung auf diesem Weg begleitet hat. Ihm und Stefan Müller, meinem zweiten Betreuer, spreche ich meinen tiefen Dank aus. Ebenso danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, allen Hilfskräften und Tutoren, die meine Zeit in Magdeburg mit anregenden Gesprächen und auch dem ein oder anderen abendlichen Umtrunk so angenehm gemacht haben. Ein besonderer Dank gebührt natürlich auch meiner Familie, meinen Eltern, die mich und mein Studium stets liebevoll unterstützt haben, meinem Partner und meinen Freunden, die mich immer ermutigt und motiviert haben. Vielen Dank. Ja. Ich versuche mich auch kurz zu halten, muss aber leider gestehen, dass ich mich doch sehr gut in den Worten von Professor Weiß mit dem Kurzfassen wiedergefunden habe. Ich hatte mir auch im Voraus Gedanken gemacht, bei wem ich mich bedanke. Ich werde es versuchen, auf 5 Personen zu reduzieren. Zunächst einmal fühle ich mich sehr geehrt und bin auch voller Demut, diesen prestigereichen Preis zu erhalten. Das ist wirklich eine große Ehre. Und in erster Linie gebührt mein Dank natürlich meinem Doktorvater, Herr Professor Schenk, unter dessen Betreuung ich mich sehr wohl gefühlt habe. Was ich sehr zu schätzen gewusst habe, ist, dass ich und auch alle anderen Doktoranden uns immer thematisch frei entfalten konnten und keinen Zwängen bei der Themenwahl unterlagen. Und ich war auch immer beeindruckt, dass trotz des großen Blumenstraußes an Themen, der bei uns am Lehrstuhl grassierte, es immer fundierte Ratschläge gab, und ich hatte auch immer das Gefühl, dass egal wie lange ich mich mit dem Thema beschäftigte, er mir immer 1 bis 2 Schritte voraus war in den Konsultationen. Gleichermaßen möchte ich mich bei Herrn Dr. Tobias Regelin bedanken, der mich nun seit 2014
wissenschaftlich begleitet, damals noch als Betreuer meiner Bachelorarbeit, heute als guter Freund und Kollege. Und dem habe ich im Wesentlichen zu verdanken, dass ich mich für eine Karriere in der Wissenschaft entschieden habe und auch dieses Projekt Promotion angegangen bin. An der Fakultät für Informatik gibt es auch eine Menge Leute, bei denen ich mich bedanken müsste. Ich reduziere es hier auf eine Person und zwar ganz besonders bei Herrn Professor Sebastian Stober. Anno 2018 habe ich eine E-Mail an ihn geschrieben. Ich hatte damals eine erste Forschungsidee, um KI mit Produktion und Logistik zu integrieren. Ich hatte überhaupt keine Publikation in dem Bereich und ich brauchte einen Tandempartner. Ich hatte dann auch mit einem Schmunzeln kann ich heute feststellen, dass ich auch damals in der Antwort gesehen habe, dass mein KI-Wissen damals noch in den Kinderschuhen steckte, als ich ihn anschrieb. Nichtsdestotrotz hat er sich immer meinen Themen offen gezeigt und auch heute kooperieren wir noch wunderbar miteinander, unter anderem im Projekt AI Engineering. Ich bin überzeugt, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Last but not least, eigentlich das Gegenteil ist der Fall, möchte ich mich bei meinen lieben Kollegen am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung und ganz besonders bei meiner Abteilung Robotersysteme bedanken. Hier vertreten durch meinen Abteilungsleiter, Herr Professor Norbert Elkmann, und meinen Gruppenleiter, Herr Dr. Roland Behrens. Am Fraunhofer-Institut ist es nicht immer ganz einfach, die teilweise doch privat vergnüglichen Arbeiten an der Dissertation mit dem doch harten operativen Tagesgeschäft in Einklang zu bringen. Ganz einfach, weil neben öffentlich finanzierten Drittmittelprojekten doch auch noch ein großer Fokus auf der industriellen Auftragsforschung und Entwicklung liegt. Die nimmt sehr viel Zeit rein. Es war eigentlich deshalb unabdingbar, dass gerade in der heißen Phase der Promotion ich auf ein Team oder auf gute Kollegen bauen konnte, die mir den Rücken freigehalten haben, um dieses Werk runterzuschreiben. Ich glaube, es ist ungewöhnlich, so eine Gruppe zu finden und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich die bei den Robotersystemleuten gefunden habe und ich bin auch wirklich stolz, diesem Team anzugehören. In diesem Sinne, vielen Dank und noch einen schönen Abend. Hohe Festversammlung, wir kommen zu der letzten zu ehrenden Person, Frau Stephanie de Vigneault. Auch dazu haben wir einen Einspieler. Im Meer befinden sich laut Schätzungen über 86 Millionen Tonnen Plastikmüll. Allein in Deutschland fallen pro Jahr ungefähr 6,3 Millionen Tonnen Kunststoffabfall an. Plastik, das nicht biologisch abbaubar ist und entsprechend eine riesige Belastung für unsere Erde darstellt. Daran muss sich etwas ändern. Daran will ich etwas ändern. Mein Name ist Stephanie de Vigneault und ich forsche an der nachhaltigen Produktion von Bioplastik. Eine gute Alternative zu den kaum abbaubaren Kunststoffen, die wir heute kennen, sind sogenannte Polyhydroxyalkanoate, eine Gruppe von Bioplastik. Das Besondere an diesem Material ist, dass es aus allem Möglichen mithilfe von Bakterien gewonnen werden kann. Diese kleinen zellulären Fabriken können beispielsweise Reste aus der Apfelsaftproduktion oder gebrauchtes Frittierfett verstoffwechseln und unter bestimmten Bedingungen den Biokunststoff als Energie- und Kohlenstoffspeicher einlagern. Die Idee von mir und meinem Team ist es nun, diesen biologisch abbaubaren Kunststoff viel schneller herzustellen, mögliche Anwendungsfälle zu finden und mit Hilfe von Computermodellen maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Generell möchte ich, dass meine Forschung angewendet wird und das, was ich im Labor experimentiere und am Computer modelliere, tatsächlich einen Mehrwert für die Gesellschaft bietet. Ein besonderer Moment war, als ich erfahren habe, dass ich diesen Preis erhalte. Er ist für mich eine große Ehre und eine Wertschätzung für meine bisherige Arbeit. Gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, weiter zu forschen und mein Forschungsnetzwerk auszubauen, alte Wissenschaftsbekanntschaften vielleicht auch wieder aufleben zu lassen und zu ihnen zu reisen.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich an der Uni Magdeburg weiter als Wissenschaftlerin arbeiten kann. Ich habe hier studiert und promoviert, komme auch aus Magdeburg. Mein Traum wäre es, eine Professur zu bekommen und mit Bioprozessen nicht nur Bioplastik, sondern viele unterschiedliche Produkte herzustellen, die bisher häufig auf chemischen, aber vor allem nicht sehr nachhaltigem Wege produziert werden. In diesen Tagen macht eine UN-Konferenz in Nairobi den wiederholten Versuch, um ein dringendes Problem zu lösen, nämlich der Unmassen von Müll, die die Meere zu verseuchen drohen und ganze Länder entgegenzutreten, eine rechtsverbindliche Konvention zur Eindämmung dieses Plastikmülls zu vereinbaren. Gelingt das nicht, und es ist keineswegs sicher, dass das Gegenteil der Fall ist, müssen wir alle mit einer weiteren Ausweitung der Müllmengen rechnen, die von den Experten für die Jahrhundertmitte auf die Verdreifachung der jetzigen Mengen geschätzt wird. Nun, was hat das mit der Preisvergabung an Frau Dr. Stefanie de Vigneault zu tun? Wir sahen und hörten bereits in dem Einspieler, dass Frau de Vigneault nicht gewillt ist, diese schreckliche Entwicklung als ein ehernes Schicksal und unabwendbares Schicksal zu betrachten, das man hinzunehmen hat, sondern sie will dem entgegentreten. Es muss sich was ändern. Ich will dazu beitragen, dass sich was ändert. So waren ihre Worte in dem Film. Sie versucht das damit, dass sie ein Programm entwickelt hat, um nachhaltig erzeugten Bio-Kunststoff zu produzieren und den an die Stelle der schädlichen Plastik zu setzen. Sie setzt dabei auf Bakterien, die gewissermaßen in kleinen zellulären Fabriken Biokunststoff erzeugen und verbindet und optimiert diesen Prozess mit Computermodellen. Nun, das ist sicher ein sehr, sehr weiter Weg und eine sehr schwere Aufgabe, die sie sich vorgenommen hat. Sie ist dafür kompetent durch eine hervorragende Ausbildung in den Studiengängen der Biosystemtechnik und dem Promotionsstudiengang in der Elektrotechnik und durch ihre bereits intensive Arbeit in ihrem Institut mit dem Aufbau einer sehr leistungsstarken Forschungsgruppe. Was sie ferner auszeichnet, und das möchte ich besonders hervorheben, ist ihr wissenschaftliches Ethos. Nun, das erwarten wir eigentlich von jedem Wissenschaftler und jeder Wissenschaftlerin. Bei ihr ist das noch ganz besonders ausgeprägt, nicht nur durch die Auswahl und Verfolgung von Forschungsthemen, die von großer Relevanz sind, sondern mit deren Ergebnissen sie beitragen kann zur Lösung von den eminent wichtigen Problemen, die uns alle so beschäftigen und uns so viel Sorgen machen. Sie möchte mitwirken, um massive Umweltprobleme zu lösen, mit der Perspektive, dass die Generation ihrer 6-jährigen Tochter Finja einen lebenswerten Kosmos behält. Schönen Dank. So.
Ja, auch ich möchte noch kurz meinen Dank aussprechen. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung der Stiftung und ich freue mich aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil dieser Preis natürlich Türen öffnet. Ich werde sichtbarer für die Forschungsumgebung. Ich kann mit dem Preisgeld meine wissenschaftliche Karriere vorantreiben. Zum anderen freue ich mich, weil die Leistung der Wissenschaftler um mich herum damit auch honoriert wird. Denn mathematische Modelle zu entwickeln mit experimentellen Daten, eigenen experimentellen Daten, ist eine Aufgabe, die ich alleine nicht bewältigen könnte. Und aus dem Grund gilt ein ganz besonderer Dank und geht der Preis auch irgendwie an mein Team, mit dem ich ja zusammen im Labor die Experimente, die wir uns gemeinsam im Vorfeld ausdenken, umsetze und diese Daten erhebe, um dann auch Modelle entwickeln zu können. Also klopft euch heute Abend einfach selbst auf die Schulter und wenn ihr euch nicht traut, mache ich das nachher. Genau, danke dafür. Außerdem möchte ich in meiner Danksagung 3 Wissenschaftler, die mich bis hierher begleitet haben, ganz besonders hervorheben. Das ist zum einen mein Doktorvater, Professor Achim Kienle, der, glaube ich, schon ganz früh erkannt hat, wo ich ungefähr hingehöre, was ich ungefähr brauche, um ja, nachher einen erfolgreichen Doktorabschluss zu machen und auch eine erfolgreiche Wissenschaftlerin zu werden. Er hat mich ans Center für dynamische Systeme platziert. Dafür bin ich ihm dankbar und jetzt im letzten Jahr hat er mich auch immer wieder mit einbezogen in die Vorbereitung der Exzellenzinitiative Smart Process. Und ich hoffe, da geht es weiter und dass ich dort weiter wirksam sein kann. Der nächste Wissenschaftler, der mich schon sehr lange begleitet, ist Professor Robert Dürr, der mir jederzeit ein Mentor war und auch bei kleinen Forschungs- oder Problemchen immer geholfen hat. Und der letzte Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt noch als solchen bezeichnen kann, ist mein Mann, Dr. Fabian Duvenier. Er war lange Zeit auch Teil der Otto von Guericke Universität, forscht jetzt weiterhin in der Industrie und ist mir ein wertvoller, geschätzter Partner, mit dem ich auch wissenschaftliche Themen diskutieren kann. Ja, danke schön. Eins ist sicher, die Otto von Guericke Universität wird bei dem Potenzial, was sie hat, und es wird auch im nächsten Jahr wieder eine Gruppe von Auszuzeichnenden geben, die es in jedem Fall verdient haben, die nächsten 30 Jahre erreichen. Das ist ganz sicher. Wer immer dann auch hier noch im Festakt teilnehmen kann und möchte. Schauen wir also nicht ganz so weit nach vorne. Das Potenzial reicht allemal. Natürlich auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre, das sind so Abstände, wir haben es ja vorhin gehört, Gruppen aufbauen, Herr Sundmacher hat es ja auch nochmal dargestellt, 5 Jahre sind auch die übliche Zeit bei uns für eine Promotion. Ganz herzlichen Dank für die Begleitung, auch falls die Erwartung da war, wir schauen sehr stark zurück auf die 30 Jahre, das wollten wir nicht. Es gibt auch einen Grund, warum wir verzichtet haben auf eine größere Feierlichkeit, denn wir sind sehr spät dran. Wir haben, und ich habe den Minister oft gesehen in den letzten Jahren bei Einrichtungen, ob es eben das Fraunhofer-Institut war. Wir haben so viele Jubiläen gefeiert. Die Otto von Guericke Universität ist in diesem Schnitt eben relativ spät nach einem Zusammenführungsprozess oder hat das Licht der Welt erblickt. Und deshalb haben wir im Sommer den großen Pferdeversuch Guericke gefeiert. Und deshalb auch meinen Dank nochmal an die Otto von Guericke Gesellschaft, die, auch wenn sie hier die kleinere Rolle hat, Mitausrichter dieser Veranstaltung ist und es hoffentlich auch in Zukunft bleibt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, drüben nochmal anzustoßen. Es gibt eine Kleinigkeit zu essen. Die Preisträgerinnen und Preisträger sollten sich nochmal auf der Bühne einfinden für ein letztes Gruppenbild. Und ich sage zu, hoffe ich, dass ich das versprechen kann, dass dann das Buffet
noch nicht geräumt ist. Ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie uns gewogen.